Herzlich willkommen, DC Talk. Wir starten ein neues Format. Wir haben ganz lange darauf hingearbeitet, auf diese Sekunde jetzt endlich live zu gehen. Ganz viele Menschen waren ganz fleißig. Wir haben Techniken entwickelt. Wir haben sogar ein Start-up gegründet, damit die Technik, die wir heute hier anwenden, so funktionieren wird. Und wir haben uns natürlich inhaltlich vorbereitet. Ich habe mich riesig gefreut. Wir haben täglich viele Anmeldungen bekommen. Wir sind jetzt fast 200 Leute hier in der Runde. Und ich freue mich natürlich schon auf die ganzen Reaktionen, die stattfinden. Denn ein Kennzeichen ist, dass auch diese Veranstaltung interaktiv sein wird. Die Grundidee werde ich gleich nochmal erläutern. Ein Aspekt gehört schon dazu, nämlich, dass ich nicht der einzige Moderator bin. Wir haben einen zweiten Moderator. Gregor, ich begrüße dich ganz herzlich hier in unserer Runde. Und Gregor Winfried, herzlichen Dank für das Willkommen. Ich freue mich, mit dabei zu sein, das mit dir zu moderieren. Finde ich sehr, sehr klasse. Innovatives Format. Macht immer Spaß, das gemeinsam mit dir zu entwickeln. So ganz neu sind wir nicht. Wir haben ja diese Technik ein bisschen ausprobiert im Dezember mit unserem Medizinprodukteforum. Aber jetzt gehen wir halt in die nächste Ausbaustufe. Ja, ganz kurz vielleicht zum Konzept. Wir haben zwei Keynotes, zwei wichtige Themen. Wir haben Diskussion, also Keynotes, wie man das so kennt. Wir haben ein bisschen Anne-Welt, wenn ich das als Symbolbild nehmen darf. Das heißt, wir haben eine Diskussionsrunde. Und wir haben Netzwerken. Natürlich jetzt nur elektronisch, digital. Wir bauen quasi das Rampendal nachher nach. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, wirklich gemeinsam uns elektronisch zu treffen, zu diskutieren, 1:1 Gespräche zu führen oder auch in Teams miteinander zu reden. Das ist schon so mal angedeutet, ganz, ganz grob das Konzept. Ja. Bei Rampendal, Winfried, bin ich natürlich sowieso gleich bei einem guten Bier. Also wer es vom FMEA-Forum her so kennt, ist ja immer ein herrlicher Moment auch immer des Forums. Und das ist auch gleich eine Frage auch an dich. Nun haben wir ja das FMEA-Forum. Wir haben das Forum Risikomanagement Medizinprodukte. Und jetzt kommst du mit dem dritten Format, dem DC Talk, noch um die Ecke. Was ist das Besondere an dem Format? Wofür braucht es das Format? Wie unterscheidet es das vielleicht auch von den anderen beiden Formaten, die du ja schon als DC sehr, sehr gut etabliert hast? Ja. Die Frage, die hilft mir natürlich eigentlich, die historische Entwicklung dieses Gedankens nochmal darzustellen. Also wir haben uns natürlich im März des letzten Jahres begonnen, Gedanken zu machen, was passiert eigentlich mit unseren Formaten, was passiert da draußen in der Welt, Dinge, die uns betreffen. Da kommt ein Gedanke auf, die Messelandschaft ändert sich völlig. Es wird wieder Messen geben, wir werden uns persönlich treffen, aber es wird neue Formen geben von Messeauftritt. Das ist so ein Baustein. Und den haben wir hier drin, denn wir haben Sponsoren dabei, die hier präsent sind, die auch zu besuchen sind. Also es hat etwas von einem Messeauftritt. Es hat etwas von einer Keynote und es hat eben etwas von einer Diskussionsrunde. Stichwort Anne-Welt. Diese Dinge haben wir zusammengepackt. Wenn ich ehrlich bin, ich nicht alleine, sondern die Grundidee kommt von einem guten Freund, der ein ganz ähnliches Format für sich entwickelt hat im anderen Branchenbereich. Wir teilten uns dann unsere Gedankenidee mit. Ganz ehrlich, wir haben auch Boundaries dazu gemacht, die ich nachher mal zeigen will. Wir haben also Boundaries nicht nur dafür verwendet, Risikoanalysen zu machen, sondern Entwicklung zu betreiben. Und genau in diese Lücke gehen wir jetzt, nämlich das Verschmelzen eines Messeauftritts mit Keynote und Diskussionsrunde. Das ist so ganz grob zusammengefasst die Idee. Jetzt ist es ja so, dass Talk, wenn ich das jetzt mal übersetze, eigentlich erstmal nur allgemein Gespräch bedeutet. Jetzt, du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, Boundary. Wie sieht das denn aus? Worüber soll denn jetzt in dem Format tatsächlich besprochen werden? Was sind denn so die Themen? Und ja, so ein bisschen, was vielleicht auch der Nutzen für die Teilnehmer jetzt dieses neuen Formats? Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir wollen natürlich über Fachliches reden. Genau heute demonstrieren wir das ja schon. Wir haben zwei fachliche Themen, nämlich Blockdiagramme im Zusammenhang mit FMEA. Das wird heute mein Part sein. Und der zweite Part ist wieder ein Fachthema mit Dr. Schloske. Sascha, ich begrüße dich schon ganz herzlich hier in unserer Runde, der einen zweiten Fachvortrag eben halten wird zum Thema falsche Zehner, echte Zehner und der Umgang damit. Also das ist ein wesentlicher Aspekt. Wir geben einen fachlichen Input. Wir geben aber auch Kanäle, auf denen mit zwei Wege Kommunikation stattfinden kann. Das werde ich gleich erläutern über einen Code, den
die Teilnehmer gleich bekommen, können sie ja aktiv mitwirken. Das klingt ja schon mal richtig interessant auch. Jetzt sehe ich auch, der Code wird gerade eingeblendet. Was muss ich denn jetzt genau tun, Winfried, damit ich jetzt wirklich mich interaktiv in diese zwei Wege Kommunikation da noch einbringen kann? Zeig mir das doch mal. Also, ich brauche ein Mobile und ich muss mit der Kamera auf diesen Code drauf. Und dann wird sich ohne weitere Hemmnisse ein Medium öffnen, mit dem man hier kommunizieren kann. Also Handy bitte auf den Data Matrix Code, den wir vielleicht nachher auch nochmal, oder QR-Code nochmal zeigen. Aber möglichst jetzt bitte schon da rein. Ich tue das jetzt auch mal live. Ich war da eben schon drin, aber dann halt zweimal und dann auf die Website klicken, die da angeboten wird. Und dann erscheint eine Oberfläche. Und mit der Oberfläche können wir hochinteressante Dinge tun. Was für Dinge können das denn tatsächlich sein? Erzähl mir das doch mal. Ich möchte es ja ganz einfach haben. Ich kenne das jetzt noch nicht so genau mit dem Tool. Was kann ich denn da jetzt machen und wie funktioniert das? Ich bin jetzt auf der Plattform drauf und was mache ich da? Also, wir können erstmal geschlossene und offene Fragen stellen. Wir können es ja gleich mal ausprobieren. Natürlich haben wir was vorbereitet. Wir fangen mal mit der schwierigeren Übung an, mit einer offenen Frage. Nee, ganz offen ist sie nicht, es gibt ja Auswahlmöglichkeiten. Wer wird denn Fußball-Europameister 2021? Die Frage wird jetzt auftauchen auf dem Handy und dann hat man Möglichkeiten, das Ganze eben auszuwählen. Und jetzt muss man da. Das ist ja eine spannende Frage, muss ich aber sagen, Winfried. Also während jetzt. Alle natürlich nochmal den QR-Code abscannen, der hier vorne an dem Pult, an dem du stehst, der auch eingeblendet ist, ist natürlich nicht ganz leicht. Ehrlich gesagt, nachdem ich gestern Abend jetzt das Spiel gesehen habe, der Niederländer, so richtig ein Favorit sind die für mich jetzt nicht. Die Franzosen, okay, spielen auch keinen schlechten Ball, aber ehrlich, verteidigen können die besser als Tore schießen. Ich habe die Italiener ja am stärksten gesehen. Ich weiß nicht, wie du die gesehen hast, aber hast du einen Tipp? Was ist so dein Ding? Ich will das Thema mal von der anderen Seite aufrollen. Der Vortrag von Sascha, der hat ja eine starke Brücke zum Thema Fußball. Es gibt ja da auch echte Zehner und falsche Zehner. Und ich glaube, es wird der Fußball-Europameister, der nicht mit den falschen Zehnern läuft. Vielleicht noch eine Info jetzt für unsere Teilnehmenden, warum wir gerade eine Minute rumquatschen. Wir machen ein Live-Event. Wir sind wirklich live. Wir kommunizieren live. Aber wir haben natürlich, und das lässt sich kann kein Unternehmer auf der ganzen Welt im Medienbruch. Das heißt, es dauert etwa eine Minute oder eine halbe Minute, bis wir die Ergebnisse von dem Abstimmungstool bekommen. Also wenn ich nachher ein paar fachliche Fragen stelle oder Sascha, dann quatschen wir meistens so eine Minute rum, bis wir dann wirklich die Auswertung hier auf dem Monitor sehen. Dieses Gap, dieses Zeitgap, das gibt es leider. Das ist technisch bedingt, weil einfach verschiedene technische Lösungen zusammengeschaltet werden. Also jetzt dann tatsächlich auch, du hast mir gerade gesagt, Winfried, ich muss jetzt auf Saschas Vortrag warten, bis ich dann die Antwort auf den Europameister bekomme, oder? Ja, aber jetzt siehst du es, glaube ich, schon. Die Regie spielt das gerade ein. Oh, die Italiener, komm, die machen noch ein bisschen Platz gut hier. Oh, sieht noch nicht so aus. So, während wir das angucken, die zweite Frageart, nämlich wirklich eine offene Frage, um zu sehen, wie das ausgewertet wird. Die offene Frage ist jetzt gerade, wie fühlt ihr euch gerade? Wie fühlen Sie sich? Wie fühlt ihr euch? Das ist die zweite Frage, die drudelt gerade ein. Und jetzt kann man eintippen, was man will. Und wir gucken gleich mal, wie die Auswertung aussehen wird. Ja. Ich bin auch wirklich gespannt, Winfried, was da für Antworten kommen. Ja? Sind mit Sicherheit alle irgendwie, wahrscheinlich, wie fühle ich mich gerade? Eher so in der Art wie gegrillt wahrscheinlich. Ja? Sowas erwarte ich jetzt. Schauen wir mal, was da so kommt. Ich will noch auf meiner Präsentation auf was hinweisen. Ich habe das genannt, zwei Schlüssel zum Glück. Also der erste ist jetzt der QR-Code. Der zweite, das ist so ein kleiner Ausschnitt von unserer Website. Da ist oben was rot eingeklingelt. Da gibt es MindDC. Und das ist etwas, was wir dringend empfehlen. Denn hier werden tolle Dinge angeboten. Beispielsweise, das ist das Auswertetool, alle Veranstaltungen, die bei uns gebucht worden sind. Oder gebucht Veranstaltungen in der Zukunft. Ich habe das mal für mich gemacht. Da sieht man also, was ich demnächst für Veranstaltungen für DC durchführe. Man sieht die Teilnehmer, man kann miteinander kommunizieren, man kann Downloads verwalten. All das, was aufgrund von Veranstaltungen von uns kam, ist da reserviert. Man kann es jederzeit downloaden, Videos und vieles mehr.
Die Technik entwickelt sich jetzt noch, aber da geht schon eine ganze Menge. Jetzt habe ich mal, Sie werden es nicht übel nehmen, meine Nichte hier eingesprochen, die heute hier, glaube ich, auch eine Veranstaltung ist. Wir sehen also auch, wer der Veranstaltung ist, wenn wir eingeloggt sind in MyDC, haben Kontaktdaten, soweit die freigegeben worden sind, oder könnten auch telefonieren. Also auch da eine ganze Menge an Technik. Wir haben unsere Akademie digitalisiert, das heißt, die Workflows sind digital. Über diese Technik beispielsweise werden Teilnahmebescheinigungen und Zertifikate zum Beispiel live, wenn ich live, also ohne menschliches Zutun, produziert. Das würde ich wahrscheinlich eine Menge Ärger kriegen mit Daniela, wenn ich sage, das geht alles vollautomatisch, wir kommen keine Mitarbeiter mehr, die für die Akademie arbeiten. Aber die Digitalisierung hat mächtig Einzug gehalten. Ich muss sagen, ich habe vor 3 oder 4 Jahren, es war unser letztes Live-Forum vor der Pandemie, das vorletzte, habe ich einen Satz mitgenommen eines Referenten, der hieß so sinngemäß, jedes Unternehmen braucht eine digitale Agenda. Habe ich mir natürlich zu Herzen genommen und die Idee war, wir digitalisieren mal unsere Buchhaltung. Mir ist wirklich gefallen, muss ich sagen. Und heute, 2 Jahre später oder 3 Jahre später, sehe ich, was alles digitalisiert wurde. Das ist also quasi eine völlig neue Arbeitswelt für uns geworden ist. Völlig neue Welt und Ergebnisse haben wir jetzt auch vorliegen, Winfried. Wir schalten Sie mal drauf. Eine schöne Wortwolke. Schau mal rein. Ja, gespannt, neugierig sehe ich aus der Ferne und viele andere Dinge. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Impuls, endlich loszulegen. Ich schaffe schon mit den Füßen hier im Studio. Ich wechsle jetzt mental meine Rolle. Ich darf heute mal als Keynote-Speaker den ersten Vortrag machen. Ich muss dazu sagen, es geht ja um die Blockdiagramme. Wir hatten einen tollen Vortrag von Rick, ich glaube im letzten Jahr. Und Rick hat mir zugesagt, er wird hier wieder einen Vortrag halten demnächst im Zusammenhang mit DC Talk. Denn das Thema, auch nach meiner Darstellung heute, ist bei weitem nicht ausgeschöpft. Da gibt es noch eine Menge zu lernen. Und ich weiß, dass im Großraum Herzogenaurach im Moment ganz viele Ideen zur Reife geführt werden bezüglich der Blockdiagramme. Einiges deute ich an und ein Gedanke, nämlich die Parameterdiagramme im Prozess einzusetzen, der kommt genau aus der Ecke auch. Ich gehe aber nicht im Detail drauf ein. Ich glaube, das kann der Rick und der Oliver gucken viel besser. So. Ja, das ist genau eigentlich schon das Stichwort, was du gegeben hast. Blockdiagramme sind genau das Thema, über das du jetzt ja gleich deine Expertise in die Runde gibst. Wir haben 2 relevante Typen von Blockdiagrammen. Das heißt, als deine Auftakt vielleicht nochmal reingebracht, Parameterdiagramme, auch P-Diagrams genannt und unsere altvertrauten Boundary-Diagramme, die wir haben. Ich erinnere mich dann an eine Geschichte. Wir sind ja gerade gemeinsam auch beim sehr, sehr großen und bekannten amerikanischen Automobilzulieferer auf der ersten Zulieferebene unterwegs. Ich war echt erstaunt. Ich meine, die machen jetzt einen riesen Global Rollout von FMEA, ja, ein Wahnsinnsprojekt, also zig Kontinente und Standorte. Und was ist die erste Frage, die Winfried stellt? Habt ihr ein Boundary Diagramm? Und ich dachte, okay, jetzt kannst du was lernen. Insofern freue ich mich, jetzt gleich auch selbst noch was zu lernen von dir. Auf geht's, the stage is yours. Danke, Gregor. Ich muss dazu sagen, ich muss noch 2 andere Seiten zeigen, weil mir ganz wichtig sind. Wir haben Sponsoren eingeladen und erstmal ein herzliches Dankeschön unsere Sponsoren. Die haben wir, ich glaube, exakt heute vor einer Woche das erste Mal angesprochen, haben ihnen das Konzept vorgestellt, haben gefragt, habt ihr Interesse, als Sponsoren dort zu wirken? Und wir haben innerhalb von wenigen Tagen eben Zusagen bekommen. Wir haben dann auch mitgeteilt, die ganze Technik im Hintergrund, was wir den Sponsoren alles anbieten werden, ist noch gar nicht alles fertig. Es gibt vielleicht Downloads, es gibt die Möglichkeit, nachher zu sprechen, aber wir haben sehr viel mehr vor. Und das entwickelt sich erst bis zum nächsten DC Talk natürlich. Ach so, das vielleicht auch noch vorweg. Wir wollen das regelmäßig machen, und zwar nicht 1 oder 2 Mal im Jahr, sondern übers Jahr verteilt doch auf 7, 8 oder eventuell sogar 10 Mal, also doch sehr, sehr, sehr regelmäßig, dieses kurze Andocken für einen fachlichen Input. Ja, hier ist eine Auswahl, oder ich werde vielleicht die zweite Seite zeigen, alle Sponsoren. Oben links erstmal ganz wichtig mit Uwe Jarosch, unser Verlag, denn hier geht es um ein Fachbuch, was gerade im Entstehen ist, was auch zum 1. August käuflich zu erwerben ist, in Print und elektronischer Version. Vor allen Dingen geht es aber in dem Buch um unsere Themen, um Qualitätsvorausplanung. Und der Autor ist heute da.
bei den Sponsoren. Firma IKS, wo wir ganz viel die letzten Wochen und Monate mit zu tun haben, auch ganz herzlich willkommen. Böhme und Weiß, auch das, danke, dass ihr so schnell und locker zugesagt habt. Plato AG, ich weiß, ihr seid alle wahnsinnig beschäftigt. Ihr seid voll in der Digitalisierungswelle dabei und habt viel zu tun. Das Gleiche natürlich für Böhme und Weiß. Hatten wir ja. Und die Firma Apis. Die Frau Dietz bei Firma Apis hat sich auch ganz, ganz schnell noch und toll eingesetzt, dass das möglich war. Also herzliches Dankeschön auch an unsere Sponsoren, die heute hier vertreten sind. Jetzt nicht mit ihrer Verkaufsmannschaft oder so, sondern eher die Idee, auch fachlich nachher mitzureden. Ja, jetzt fange ich wirklich an und das ist ein Boundary. Ich falle jetzt mal mit der Tür ins Haus, genau über das Thema, was uns gerade befähigt, diesen Digitalk zu machen. Das ist ein Boundary, nicht um der FMIA zu machen, sondern mit diesem Boundary haben wir überlegt, was passiert da gerade technisch in der Welt, wenn nach der Pandemie oder mit der Pandemie, wie auch immer, Messen anders funktionieren, wenn neue Medien hinzukommen. Und das ist jetzt ein Boundary, da möchte ich nicht ins Detail gehen, was gemacht wurde, um eine Produktentwicklung, ein Geschäftsmodell zu gestalten. Das hieß seinerzeit EEP, heute ist es ein Startup, ein Unternehmen, IBIMA, was die Technik im Hintergrund hier gemeinsam mit Partnern eben zur Verfügung stellt. Inhaltlich gehe ich natürlich gleich drauf ein, aber ich denke, es ist ein toller Aufhänger, ein Boundary, was die technische Seite von DCTalk hier ein bisschen abbildet. Ganz ehrlich, wir haben nicht ein Boundary gemacht, sondern ganz viele Boundary-Diagramme, um zu verstehen, was wir dann da entwickeln wollen. Das heißt, wir haben dann auch mittlerweile in einem Startup-Unternehmen Mitarbeiter, die eben Code generieren, auch für uns eine tolle Erweiterung, viel dichter an den Menschen dran zu sein, die aus User Stories Code machen und letztendlich dann solche Produkte zur Verfügung stellen. Fangen wir ganz vorne an, nämlich das Thema Blockdiagramme bei 0,0. Hier ist die Botschaft ganz einfach, Blockdiagramme sind unser Alltag. Wir benutzen Blockdiagramme letztendlich, um etwas zu visualisieren, um Abläufe darzustellen, technische Ideen, ohne dass man das jetzt Block Boundary oder Flowchart oder was auch immer nennen kann. Hier ist die Botschaft, eine ganz einfache, das ist unser Alltag. Wir machen Skizzen, wir setzen die Idee in eine Skizze um und gucken, wie wir damit weitermachen. Auch ein Beispiel für ein Blockdiagramm. Das ist das Forum 2011 gewesen, das 6. Osnabrücker FMIA-Forum vor 10 Jahren. Da ging es um APQP. Haben wir natürlich nicht erfunden. APQP war 2011 schon relativ alt und etabliert, vielleicht sogar in die Jahre gekommen, was aber besonders interessant ist. Wir haben jetzt das Blockdiagramm dargestellt. Und bitte schaut euch mal diesen rot gedringelten Bereich an. Da haben wir die Dinge dargestellt, über die ich heute teilweise reden werde. Nämlich, dass wir sagen, links auf der blauen Seite haben wir ja die Design-FMR und ganz viele andere Tools im Produktentstehungsprozess. Und hier wurde schon sehr schön dargestellt, was da P-Diagramme und Boundary-Diagramme zu suchen haben und wie die miteinander reden. Was man auch sieht, auf der rechten Seite, dieser graue Bereich, da sind wir irgendwie nicht unterwegs gewesen mit Blockdiagrammen. Wir hatten ja damals nur das Ziel, APQP mal auf einer Seite visuell darzustellen. Nicht? Das würden wir heute anders darstellen. Auch da haben die Blockdiagramme Einzug gehalten. Also das ist wirklich eine historische Folie. Jetzt gehen wir zu meinen beiden Themen. Zwei Typen von Blockdiagrammen, die uns interessieren. Die sind ja auch in der Methodenbeschreibung genannt. Linke Seite das Parameterdiagramm und die rechte Seite das Boundary. Das sind jetzt erstmal Symbolbilder. Aber mit auf den Weg gebend, die linke Seite, das Parameterdiagramm oder P-Diagramm, das ist geeignet für Design- und Prozess-FMIA. Das können wir in beiden FMIA-Typen einsetzen. Und schon jetzt will ich andeuten, es gibt natürlich einen horizontalen Teil des Parameterdiagramms und einen senkrechten Teil. Und was diese beiden Teile machen, was man damit machen kann, das stelle ich gleich ein bisschen im Detail vor. Also nochmal, das ist wirklich wichtig, P-Diagramm geht für Design-FMIA und für Prozess-FMIA. Das Boundary-Diagramm nach meinem Dafürhalten
in der Design-FM ja, ich persönlich, aber ich bin da ganz offen und lernbereit, wende das Boundary-Diagramm nicht in der Prozess-FM ja an. Vielleicht noch ein Schlagwort. Links, das Parameter-Diagramm, ist eine Blackbox-Betrachtung. In der Mitte die Funktion, die da zentral steht, das begreife ich als Blackbox. Hier werden Eingänge zu Ausgängen verarbeitet im horizontalen Teil. Das Boundary ist eine Whitebox. Bei dem Boundary, da gucke ich wirklich in den Swimmingpool rein und sehe, aha, was ist denn auf der nächsten Ebene? Was kann man da sehen? Und das bietet sich natürlich für Design-FMR besonders an. Ich sehe, man könnte sagen, eine Mini-Struktur, die über zwei Ebenen geht, nämlich ein Analyseobjekt. Und ich sehe noch etwas, welche Schnittstellen nach außen hat mein Analyseobjekt. In der technischen Mechanik in der Vorlesung hieß das früher Freischneiden. Also ich habe den Begriff irgendwie jetzt geankert mit dem Thema Boundary. Für mich ist das ein Freischneiden. Gehen wir mal in die nächste Darstellung. Was machen wir jetzt ganz konkret damit? Linke Seite, das Parameterdiagramm, wunderbar zu gebrauchen für die Funktionsanalyse. Da steht was fett daneben für die Systemfunktion. Die Zweckbestimmung, wozu ist das System geschaffen worden? Also wenn das jetzt ein Elektromotor wäre, was geht da rein? Elektrische Energie, was geht da raus? Drehmoment und Bewegung, also eine mechanische Energie. Also ist die Zweckbestimmung offensichtlich die Wandlung dieser Eingänge in Ausgänge. Dafür ist das System geschaffen. Nun ahnt man aber, naja, so ein Ding hat schon ein paar mehr Funktionen noch. Es ist nicht nur dieser Wandlungsvorgang. Und nicht jede Systemfunktion ist eine Wandlungsfunktion. Das ist eine andere Kategorie, die wir hier nicht sehen im Parameterdiagramm. Das sind die Schnittstellenfunktionen. Das ist das Ergebnis des Freischnittes. Und über den Freischnitt oder die Freischnitte sehe ich ja, was das System über Schnittstellen nach außen treibt. Und das sehen wir rechts im Boundary ziemlich gut. Also nochmal, das Parameterdiagramm, der waagerechte Teil, ist ziemlich gut geeignet, sich mit der Systemfunktion zu beschäftigen. Was kann es noch? Wenn wir oben den senkrechten Teil, den vertikalen Teil anschauen, da sind Noise-Parameter, Störgrößen. Nachher werden wir sehen, es gibt Kategorien von Störgrößen, die uns interessieren. Und das ist natürlich ein Hinweis auf Ursachen. Und unten im Fuß des senkrechten Teils, da stehen die Lenkungsparameter. Das sind für mich, so interpretiere ich das, die Variablen der Entwickler, der Kreativen, an denen man schrauben kann, damit die Funktion robust vorliegt. Das sind beispielsweise Produktmerkmale, damit eben eine Robustheit in der Auslegung gegeben ist. Und die Noise-Faktoren geben eben Hinweise auf Ursachen und die Lenkungsparameter geben uns Ideen für Vermeidungsmaßnahmen. Das ist auf der rechten Seite ein bisschen anders, denn hier kategorisieren wir anders. Hier haben wir ein Analyseobjekt. Wir gucken uns an, was ist drin, was ist draußen, was gehört dazu, was gehört nicht dazu und wie kommuniziert das System nach außen. Ist bestens geeignet für die Planung und Vorbereitung einer FMEA, denn ich sehe den Umfang relativ gut. Ich kann mir schon Gedanken machen, was brauche ich denn für Teams, welche Fachthemen sind da vertreten, seien es die Systemelemente oder seien es die Schnittstellen. Die Schnittstellen werden wir gleich sehen, werden noch kategorisiert. Es gibt eben dann erstmal die Grundkategorien eines Systems, nämlich der Austausch von Energien, der Austausch von Signalen oder der Austausch von Materialien, von Stoffen. Das FMEA-Handbuch AJG-VDA hat weitere Kategorien genannt, die aber nichts mit Austausch zu tun haben, die aber für die FMEA bedeutsam sind. Beispielsweise eine Mensch-Maschine-Schnittstelle oder eine physikalische Konnektierung, eine Verbindung einzugehen ohne Austausch. Also auch die werden identifiziert. Ja, der waagerechte Teil an der Folie, glaube ich, kann ich jetzt ganz schnell machen, ist jetzt ziemlich einfach zu verstehen. Ich schaue mir die Eingänge an und die Ausgänge, sei es ein Produkt, sei es eine Baugruppe und sehe den Wandlungsvorgang und den muss ich sprachlich umsetzen. Und das tut interessanterweise halt auch ein Prozess.
Denn auch ein Prozess hat Eingänge und produziert Ausgänge, wenn er wertschöpfend ist, verändert möglicherweise Produktmerkmale. Also da ist dieser waagerechte Teil eben auch sehr, sehr gut anwendbar. Der senkrechte Teil, das hatte ich eben schon gesagt, deswegen mache ich es hier auch relativ kurz, der guckt sich an, welche Störgrößen wirken auf das Analyseobjekt, was eben ein Produkt sein kann oder ein Prozess. Wie wirken die sich aus? Es wird also Wissen kategorisiert. Und wenn Dinge kompliziert sind, ist das immer eine wahnsinnige Hilfe für uns, wenn wir Kategorien haben. Und im unteren Teil eben, wie schon gesagt, wie können wir denn, an welchen Schrauben können wir drehen? Was sind die Variablen, die uns zur Verfügung stehen, um letztendlich Robustheit zu erzeugen? Das ist nochmal das Prinzipbild hier zusammengeführt. So haben wir das, glaube ich, vor 10 Jahren etwa gezeichnet. Und jetzt mache ich mal eine ganz kurze Demonstration. Wenn man so ein Parameterdiagramm für unseren Locher machen würde, dann sieht das eben so aus. Erstmal das Detail. Wir wandeln also funktional eine Eingangsgröße in beabsichtigte Ausgänge. Es gibt ja den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, das Thema mit der Entropie. Das heißt, es gelingt uns halt nicht, einen Prozess oder ein Produkt zu designen, der ausschließlich zu 100% nur beabsichtigte Ausgänge hat. Das ist leider nicht gelungen. Ich erzähle das oft in Seminaren und bitte dann immer alle Teilnehmer, das mache ich heute auch, falls Sie mal einen Prozess finden, der nur beabsichtigte Ausgänge hat, bitte mir eine E-Mail schreiben. Sie kennen Einstein, Sie kennen Mr. Newton und Ihr Name, der wird da so ein bisschen oben drüber schweben, denn Sie haben der Menschheit ein ziemlichen Dienst erwiesen. Wenn Sie also irgendwo auf der Welt einen Prozess finden, der ausschließlich nur beabsichtigte Ausgänge hat, das gilt leider auch für unsere Designergebnisse, für die Produkte, die wir entwickeln. Wir haben immer Entropie, das heißt, wir haben einen unbeabsichtigten Output. Der hat auch manchmal natürlich für die FMEA eine gewisse Rolle, spielt eine gewisse Rolle, denn der kann natürlich auch Ursache sein von Problemen. Ein Bremssystem wandelt ja auch etwas, kinetische Energie in Wärme, und die muss ja beherrscht werden. So, jetzt haben wir ein Beispiel gemacht, da gehe ich ganz schnell drüber für den Locher. Was geht rein? Der Papierstapel und eine Handkraft. Was kommt raus? Gelochtes Papier. Und der Hebel stellt sich in die Ausgangsstellung zurück. Unbeabsichtigt, aber notwendig, Konfetti. Das heißt, Sie wollen Konfetti produzieren. Kinder im Kindergartenalter, die machen das manchmal. Also was ist die Systemfunktion? Diese Handkraft zu wandeln in eine Schneidbewegung. Und hier oben, das lese ich jetzt nicht alles im Detail vor, haben wir natürlich ein paar Kategorien oder Beispiele für diese Noise-Kategorien, die letztendlich dem System, dem Produkt gefährlich werden können. Und das sollten die Experten wissen, die eine FMEA durchführen. Das sollte man auf dem Zettel haben. Und unten am Fuß, das sind all die Dinge, die man jetzt hoffentlich so designen kann, dass Robustheit vorliegt, wie Werkstoffe, die ausgewählt werden, Hebellängen, Schneidwinkel und ganz vieles mehr. Das ist das, was wir dann am Ende des Tages als Produktmerkmal auf der Zeichnung sehen. Und das spielt, oder der Weg dahin, wie man das denn richtig identifiziert, wie man auf den richtigen Wert kommt, wie man es richtig toleriert, das spielt in der FMEA eine große Rolle, denn das sind die Vermeidungsmaßnahmen. Ja, wir haben das dann auf den Prozess übertragen. Und ich hatte bis vor kurzem, bis zu einem Gespräch mit Oliver Kuckuck, glaube ich, und Rick, auf der Eingangsseite links eigentlich alle M's. Und der gute Hinweis kam von den beiden, denke ich, zusammen. Wir sehen das anders. Macht auch die Noise-Faktoren oben, auch im Prozess hin. Das sind die anderen M's. Das Material läuft in den Prozess rein. Und wir haben beabsichtigten Ausgang. Und das ist das M-Material, und dann haben wir eben das M-Maschine oder Mensch im Klartext, die letztendlich Beiträge leisten zu Noise-Faktoren. Wir hatten dann vor ganz langer Zeit, bevor ich mich gerade mit der FMEA beschäftigt hatte, schon so ein ähnliches Modell, was heute so in Richtung Turtle-Diagramm geht, für Qualitätsmanagementprozesse. Die sahen ganz ähnlich aus, oder Turtle-Diagramme heute. Da haben wir gesagt, eigentlich gibt es ja Qualitätsfilter für den Ausgang und für den Eingang. Das heißt, ich schaue mal das beabsichtigte Ergebnis an des Prozesses und sehe, okay, wenn es jetzt Kaffee kochen wäre, das ist oft unser Beispiel, dann ist es das Kaffeegetränk natürlich. Und jetzt kann ich natürlich die Anforderungen und Produktmerkmale listen,
die ich von einem guten Kaffeegetränk erwarte. Da würde dann in dem Trichter unten links stehen, da bei dem netten Smiley, die Temperatur, die Farbe, das Aroma und all diese Dinge. Und wenn ich die negiere, dann bekomme ich eben die Information, der Kaffee könnte eben zu heiß, zu kalt sein, die Farbe zu hell, zu dunkel, das Aroma zu stark, zu schwach und so weiter. Und das haben wir jetzt nicht als Frage vorbereitet, ich will es nicht als Frage in die Welt schießen, aber letztendlich wäre die Frage, ja, wo schreibe ich das denn hin, was ist das in der FMEA? Und die Antwort, ich will sie vorwegnehmen, die ist ganz einfach, das sind die potenziellen Fehlerarten. Wenn man das für die Eingänge macht, dann, und für die Noise-Faktoren, dann kriegt man eben, um die spezifiziert und Anforderungen definiert, die entsprechenden Ursacheninformationen dahin. Ich habe zwischenzeitlich ein paar Fragen vorbereitet, die wir jetzt einspielen. Da würde ich jetzt die Regie bitten, diese Fragen mal reinzubringen. Wer von euch oder wer von Ihnen wendet Boundary-Diagramme im Zusammenhang mit der FMEA an? Das ist jetzt die erste Frage. Wer wendet diese Boundary-Diagramme? Und die zweite Frage, die dann gleich kommen wird, ist natürlich ähnlich. Wer wendet Parameter-Diagramme an? Einfach mal einen Überblick zu geben. Das sind die beiden Fragen, die jetzt gleich über dieses Tool in die Welt hinaus posaunt werden. Und in einer Minute etwa oder ein bisschen mehr, ihr braucht ein bisschen Zeit, um die Antworten zu geben, stehen die uns hier alle zur Verfügung. Es können allerdings auch Fragen direkt im Chat gestellt werden. Auch das hatte ich eben noch nicht gesagt. Also wenn jemand sagt, ich mag dieses Tool nicht oder ich habe das nicht, es gibt hier eine Chatfunktion, da können die eben entsprechend auch direkt gestellt werden. Und dann die dritte Frage vorweg, jetzt kommen die offenen Fragen, das geht eben auch ganz wunderbar. Welche Erfahrungen liegen mit Boundary-Diagrammen vor? Auch das ist eine Frage, die jetzt hier eingespielt wird. Welche Erfahrungen liegen da vor? Und die nächste Frage, letzte Frage in dem Zusammenhang, welche Erfahrungen liegen mit Parameter-Diagrammen vor? So, während ihr alle jetzt fleißig Fragen beantwortet, bereite ich mal die nächste Folie schon vor oder parallel erzähle ich noch etwas zu dieser Folie. Wir hatten diese Folie, die da gerade zu sehen ist, wir hatten das Trichtermodell genannt. Das sieht eben ein bisschen aus wie der Trichter. Ich habe das vor wenigen Monaten in den USA vorgestellt und ein Kunde meinte, Gregor, übrigens der gleiche Kunde, den du eben vor Augen hattest, das sieht aus wie Martini-Gläser, also die, zumindest der Kunde jetzt in den USA, das ist das Martini-Modell. Also die Gläser sollen mit dem Trichter oder dem Glaskörper eben Raum bieten für die Requirements, die für den Ausgang, die beabsichtigte Ausgangsgröße eben gelten und eben auf der anderen Seite auch für die Eingänge. Und wenn wir es in der FMEA-Welt sehen, haben wir hier zwei Ebenen geschaffen, nämlich für die Fehlerart und für die Fehlerursache. So sieht das dann aus, wenn man ein einfaches Excel-Tool daraus baut. Man kann entsprechende Einträge machen. Es gibt Situationen im Prozess der FMEAs, da kann man das ganz gut zur Vorbereitung nehmen. Es gibt auch Situationen im Unternehmen, da würde ich das eher nicht tun, wo man sagt, das müssen wir alles gemeinsam, wir müssen face-to-face oder remote zusammen sein. Aber wir haben auch Situationen, wo man sagt, das ist trivial, das füllen wir schnell aus und dann kann das ein ganz ordentlicher Input sein, um eben eine Prozess der FMEA entsprechend vorzubereiten. So, das war jetzt mal eine Kurzübersicht zum Thema Parameterdiagramm. Details, Parameterdiagramme, insbesondere für Prozess-FMEA, wird es in einer weiteren Veranstaltung geben. So, dass wir jetzt mit dem Boundary anfangen, das Boundary-Diagramm. Das ist jetzt eine Kopie aus dem Handbuch ILG VDA zur Methodenbeschreibung. Und jetzt gehen wir mal auf unsere Prinzipdarstellung. Erstmal die Richtung oder welche Schnittstelle nach außen ist erstmal völlig egal. Wir sehen also in dem Fall, wenn man das so symmetrisch aufteilt, sieht das ein bisschen aus wie ein Mikroprozessor. Es ist eine übersichtliche, es ist eine vereinfachte Visualisierung und Strukturierung des Analyseobjektes. Man sieht in der Whitebox, was liegt innen drin. Wenn man jetzt in dem Strukturbaum denkt, im Schritt 2 der Methode,
dann bildet eben dieses, dieses Bild zwei Ebenen ab. Und ich sehe außen dann, wenn ich es benenne und wenn ich da Einträge mache, die entsprechenden Schnittstellen. So, das ist auch so ein Screenshot aus dem Excel-Tool. Die funktionieren auch ganz wunderbar. Das sind ja nun relativ einfache Einträge. Da kommt gleich noch etwas, wir kombinieren das sehr gerne mit der Funktionsmatrix. Aber im Moment ist es erstmal nur eine Darstellung, die ich über ein Excel-Sheet machen kann. Und entsprechend durch Einträge eben das System definiere und freischneide. Da sind unten Farben eingetragen. Die sind natürlich nirgends festgelegt. Ich glaube, bei uns ist das vor 2-3 Jahren festgelegt worden. Energie machen wir immer grüne Kennzeichen für Signale rot und ein paar andere Farben. Aber das ist natürlich völlig offen, völlig egal. Fachlich hängt eine ganze Reihe von Fragen dran, auf die ich jetzt gleich im Detail noch ein bisschen eingehen will. Und zwar am Beispiel einer Windkraftanlage. Ich habe das als Prinzipdarstellung genommen. Also bitte nicht jetzt die Qualität der einzelnen Einträge hier stark diskutieren, ob das nun der richtige Begriff ist, ob das roter Narbe heißt oder Narbe. Hier geht es mir nur ums Prinzip. Das roter Platt und die Narbe, wenn ich die Windkraftanlage freischneide, könnte möglicherweise den Eindruck erwecken, dass es eine äußere Schnittstelle ist. Und wenn man sich jetzt mal gedanklich ein Parameterdiagramm für eine Windkraftanlage vorstellt und man fragt nach der Systemfunktion des Gesamtsystems, was hier angedeutet ist, dann ist es relativ einfach zu beantworten. Denn was ist die Eingangsgröße, die kinetische Energie des Windes? Was ist die Ausgangsgröße? Eben die elektrische Energie, die in das Netz eingespeist wird. Ist also auf der obersten Ebene die Systemfunktion, die Wandlung einer kinetischen Windenergie in elektrische Energie. Das ist erstmal einfach und trivial. Das kann man natürlich dann im Strukturbaum für jedes System machen. Das ist ganz wichtig. Mal die Frage an die Regie. Wie viele Minuten habe ich jetzt noch? Bis zum ersten Stop. Einen Moment. Nicht, dass ich jetzt überziehe. Nicht darauf an, wie. Bis 13.50 Uhr. Super. Dann klappt das mit nicht gut in der Zeit. So, bitte nochmal gedanklich zu der Windkraftanlage gehen. Jetzt könnte man das Gefühl haben, das roter Blatt, das liegt außen. Denn der Wind greift da ja an. Und das könnte ich dann eintragen und sagen, jo, das ist eine Schnittstelle, roter Blatt Wind. Was sich nicht falsch anfühlt, was aber Fragen aufwirft. Denn wenn ich einen Strukturbaum mache, dann werde ich das Rotorblatt möglicherweise auf der dritten oder vierten Ebene sehen, nicht auf der ersten Ebene. Und ich denke, das ist durchaus der bessere Ansatz. Also wenn ich ein Boundary mache, im Sinne des P-Diagramms, das Gesamtsystem verstehen und überlegen, die Dinge, die da rausgucken, aus der dritten Ebene, aus dem Getriebekasten oder was auch immer, ist das tatsächlich vom Ort her zum einen eine äußere Schnittstelle, ist es aber funktional eine äußere Schnittstelle oder es ist eine Schnittstelle, die auf einer tieferen Ebene liegt. Das Rotorblatt, die Narbe, sind als Schnittstellenelemente für die erste Ebene aus meiner Sicht nicht ideal, denn ich will die Windkraftanlage als Ganzes begreifen. Besser für die Windkraftanlage, denke ich, sollte es dann auf Basis eines Strukturbaumes an der Stelle sein, wo es in das System eingebettet ist, wie immer das heißen mag. Das habe ich bislang so ein bisschen als Stolperstein empfunden für Boundary-Diagramme. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Und am Ende ein ganz wichtiges Merkmal für unsere Arbeit ist ja, laufen die Funktionsnetze gut? Und meine Erfahrung ist, die laufen durchaus so besser, wenn ich also nicht, natürlich nicht den physikalischen Ort dieses Bauteils sehe, sondern die Einbindung in ein System. Die Frage, ob nun die Produktmerkmale aus Bauteil oder separat geschrieben werden, soll hier keine Rolle spielen. Da gibt es immer wieder Diskussionen und es gibt Pros und Cons natürlich. Aber vielleicht nochmal gedanklich zurück, weil ich habe ja relativ häufig hier auch den Satz geprägt, dass Bauteile keine Systemfunktionen haben. Das haben sie in der Tat nicht. Ich könnte jetzt ein Parameterdiagramm für ein Bauteil machen, wenn das Rotorblatt ein Bauteil wäre oder der O-Ring. Da komme ich nicht weiter, wenn ich sehe, was geht rein in das Bauteil und was geht raus aus dem Bauteil. Das wird nicht funktionieren. Warum? Weil es kein System ist. Es ist ein Bauteil. Nicht? Das ist ja ganz klar.
Aber gefühlt hat es natürlich Funktion. Und deswegen gibt es immer heiße Diskussionen, wenn da so ein Satz fällt. Und das ist auch richtig so. Denn ein Bauteil hat über die Schnittstellen mit Partnern zusammen natürlich Funktionen. Das sind Schnittstellenfunktionen. Und das ist mir nochmal wichtig, dass diese beiden Begriffe hier vielleicht nochmal im Zusammenhang genannt werden. Ich habe die Systemfunktion, die Zweckbestimmung, aber Systemfunktionen können nur Systeme haben. Wenn das kein System ist, hat es auch keine Systemfunktion. Das zeigt mir ganz wunderbar das Parameterdiagramm. Aber ich kann ein Boundary auch für einen Einzelteil machen. Ich kann das freischneiden. Auch der berühmte O-Ring und der Dichtring hat natürlich Schnittstellen. Und an den Schnittstellen hat er mit anderen Partnern gemeinsam, die er mit anderen Partnern gemeinsam bildet, Schnittstellenfunktionen. Da müssen wir natürlich in der FMH ein bisschen aufpassen, dass wir nicht die gleiche Schnittstellenfunktion zweimal bearbeiten oder gar dreimal, wenn da drei Bauteile zusammenwirken. Also dafür bedarf es einer Strategie. Vielleicht nochmal, ab wann darf ich etwas ein System nennen? Ich habe sehr häufig mein Kugelschreiberbeispiel und ähnliches. Frage ist, ist der O-Ring ein System? Natürlich nicht, weil kein Austausch stattfindet. Der kann alleine nichts austauschen systemisch. Der Kugelschreiber selber eher auch nicht. Das ist eine Baugruppe. Der Kugelschreiber bildet ein System, wenn er bei mir oder beim Schreiber in der Hand liegt, gemeinsam mit dem Papier. Und jetzt findet plötzlich Austausch statt. Jetzt hat sich ein System gebildet zwischen Kugelschreiber, Mensch, der was schreiben will, und dem Papier. Jetzt findet der Austausch statt. Und so bitte in dem engen Sinne auch wirklich den Begriff Systemfunktionen auch sehen. Dann haben wir etwas gemacht, was ich zur Diskussion stellen will. Man könnte ja jetzt, und das VDA-Handbuch deutet das ja auch an, auch innen freischneiden und Linien innen dann darstellen. Nicht, dass es, wenn das viel los ist innen, relativ unpraktisch. Das sieht dann aus wie so ein Schnittmuster früher für ein Kostüm. Die Linien gehen wild hin und her. Da sind wir auf die Idee gekommen, naja, das kann man auch schöner machen. Das macht dann unser Excel-Tool auch auf dem zweiten Reiter. Da stehen dann die gleichen Elemente und das ist dann so eine Beziehungsmatrix. Und wenn wir dann E reinschreiben, dann wird das Feld grün, weil die beiden Bauteile offensichtlich Energie austauschen. Und wenn wir E und S reinschreiben, dann bleibt das, weil wir nicht zwei Farben darstellen wollen, dann bleibt das weiß. Aber es findet dann offensichtlich ein Energieaustausch statt und ein Signalaustausch. Die inneren Schnittstellen können also alternativ so dargestellt werden. Das vermeidet die ganze Liniendarstellung, ist irgendwie noch übersichtlicher, kann man auch besser moderieren. Ich persönlich tendiere heute dazu, das aber nicht mehr direkt als Input für die FMEA zu nehmen, sondern meine Empfehlung ist eine andere. Für die verschiedenen Ebenen jeweils ein Boundary zu machen und das nach außen freizuschneiden. Denn die Gefahr ist, dass wir innen, wer redet da mit wem, egal ob wir das mit der Matrix verbinden oder mit der Matrix darstellen und mit Linien verbinden, den Eindruck, dass da eine Situation entsteht, dass Funktionen auf der gleichen Ebene verknüpft werden. Auch das wäre nochmal ein Thema, was wir genauer betrachten müssen. Also die sichere Seite aus meiner Sicht, Boundaries nach außen freischneiden, schon zu definieren, was liegt da drin. Das geht natürlich in der letzten Ebene nicht. Ein Bauteil wird dann nicht mehr kleiner unterteilt, dann ist das eben leer. Ich kann das aber freischneiden und dann nach einem sehr guten Konzept in die FMEA überführen. Noch ein wichtiges Thema, was ich aber jetzt aufgrund der Zeit nur noch ganz, ganz kurz anreißen möchte, sind Systemzustände. Auch das ist etwas, was wir im Zusammenhang mit Boundaries abfragen müssen. Ich habe jetzt ein Beispiel vor Augen, da geht es um ein Raketensystem. Das System hat ca. 2 Minuten Zeit, eine andere Rakete abzufangen. Also das ist technisch durchaus sehr anspruchsvoll. Wo man jetzt mit Boundaries sieht, dass innerhalb von Millisekunden verschiedene Systemzustände da sind, die auch mit unterschiedlichen Boundaries dargestellt werden müssen. Also hier haben wir auf dem Zeitstrahl Systeme, die sich ändern, beispielsweise durch pyrotechnische Veränderungen in dem System oder ein Raketenmotor startet oder. Das bedeutet, dass wir für diese Zeitintervalle mit den verschiedenen Systemzuständen eigene Boundary-Diagramme erstellen müssen. Das würde jetzt im Bereich der Automobilindustrie, könnte das bedeuten, dass man eben für den Systemzustand laden oder segeln im Extremfall eigene Boundaries machen müsste, wenn die Konfiguration der andere Zustände zeigt.
So, ich gucke mal auf die Uhr und ich gucke in Richtung Gregor, denn ganz viel Zeit habe ich, glaube ich, jetzt nicht mehr. Ich habe das noch zusammengefasst und für die ersten drei Schritte zumindest eine kleine Zusammenfassung gegeben. Schritt 1, Planung, Vorbereitung, Boundaries für die Design-Affirmer sind super. Flowcharts ist aber heute nicht unser Thema, sind das Gegenstück bei der Prozess-Affirmer. Systemgrenzen, Betrachtungsumfängen, Schnittstellen sind sauber hier zu identifizieren. Schritt 2 in der Strukturanalyse. Ja, das Boundary ist auch eine Strukturanalyse mit der Schwäche, dem Mangel gegenüber dem Strukturbaum, dass es nicht beliebig viele Ebenen darstellen kann. Das wäre sonst diese russische Puppe, die Matroschka, die Puppe in der Puppe. Das lässt sich grafisch nicht ordentlich machen. Hier ist die Lösung natürlich, entsprechende Boundaries für die verschiedenen Ebenen zu machen. Im Schritt 3 hilft uns jetzt das Parameterdiagramm erstmal. Stichwort rein, raus, die Verarbeitung von Eingängen und Ausgängen funktional darzustellen, um saubere Systemfunktionen zu generieren. Und ich erinnere an die entsprechenden Noise-Faktoren, die ich erwähnt hatte, die dann in der Ursachenanalyse noch eine Rolle spielen. So, das war die letzte Folie, sollte da gar nicht mehr drauf. Jetzt sind Sie, bitte noch nicht draufklicken, Sie sollen natürlich in der Veranstaltung bleiben. Das ist der kleine Werbeblock. Wir sind auf LinkedIn vertreten. Das macht Sinn, das zu tun. Neuigkeiten aus der Welt der FMEA spielt immer eine große Rolle. Und hier auf meinem Zettel ist noch eine andere Bemerkung für mich. Ich hatte eben, als wir die Website vorgestellt haben, oder das, was Sie jetzt gerade vor Augen haben, da gibt es natürlich auch einen Button, der heißt Downloads. Da besteht natürlich die Möglichkeit jetzt für Sie, dass Sie die Unterlagen und all das, was Sie hier sehen, entsprechend downloaden können. So, das war jetzt mal eine kleine Zusammenfassung. Mir ist sehr bewusst, dass das nicht erschöpfend war. Insbesondere im Bereich der Prozess-FMEA werden wir sehr viel detailliertere Talks hier machen und uns die Karten noch viel genauer legen. Ja, erstmal danke fürs Zuhören. Gregor, ich habe immer in deine Richtung geguckt und auch das, was sehe ich gerade auf dem Monitor. Ihr habt aufmerksam zugehört. Irgendwie ist es eine nette Sache, dass man ein paar Menschen sieht und nicht nur in Kameras schaut. Danke dafür. Ja, dann wechsle ich jetzt aus der Rolle des Keynote-Speakers. Oder ein bisschen bleibe ich ja fast noch hier drin, denn die Frage ist, gibt es denn Fragen, Gregor? Das wollte ich gerade sagen, Winfried. Jetzt wollte ich dir fast ins Wort fallen. Das ist halt live alles, was wir hier machen. Du warst quasi schon Moderationskarte weitergesprungen. Gibt es mit Sicherheit eine Menge Fragen. Sie haben ja das Tool eben kennengelernt. Wenn ich unterbreche, Gregor. Ich kriege ja gerade von der Regie hier auch die Information natürlich, dass die Ergebnisse da sind. Vielleicht bauen wir die erst ein und gucken uns ganz schnell erstmal die Ergebnisse an. Und du wirst vielleicht mit mir einen Blick drauf. Zu den Fragen. Ja, auf jeden Fall, das passt doch jetzt. Also, wer von euch verwendet denn Boundary-Diagramme im Zusammenhang mit der FMEA, Winfried? Ja, du musst es mir natürlich jetzt vorlesen, denn mein Monitor zeigt das relativ klein an. Geht's mit dir? Ja, tatsächlich meine auch, deswegen hatte ich es hier rüber gespielt, aber ich nicht. Lässt sich für mich erkennen, oh Gott, jetzt müsste ich die Brille abziehen. Das ist, glaube ich, so ein Wert von um die 60%, 58%. Und ich wende sie an, müssten so etwa knapp über die 40 sein. 42%, wenn ich das lese. Genau. Also 42% wenden die im Zusammenhang mit FMEA an und etwa 58% nicht. Was sagt denn dir das Ergebnis, Winfried? Was sagst du denn dazu? Also im Prinzip ist da noch ein gewisses Potenzial. Auf der anderen Seite, das sind noch ganz schön viele, die damit was anfangen können, finde ich gut. Und ein Teil der Menschen, die das bisher nicht tun, ich glaube, die werden sich damit noch beschäftigen. Ja, das ist doch mal ein Wort, oder? Genau. Ja. Gab es noch weitere Ergebnisse? Jetzt erstmal Frage an die Regie. Nein, das waren soweit die Ergebnisse, die wir hatten, auf die Fragen. Und jetzt die Einladung. Stellen Sie gerne Ihre Fragen über das Tool. Vielleicht haben wir die Gelegenheit, Regie, jetzt Herausforderung natürlich, nochmal kurz den QR-Code, Dankeschön, funktioniert, einzublenden. Einfach mit dem Smartphone kurz draufgehen, dann sind Sie automatisch auf der Tool-Seite. Wenn Sie schon drin sind, brauchen Sie sich nicht wieder neu einloggen, dann bleiben Sie drin und können Ihre Fragen jetzt live stellen. Und ich fange einfach mal an, Winfried, bis wir dann welche im Tool haben. Das dauert einen ganz kleinen Moment natürlich immer.
Wie sieht das denn aus? Kann man den Boundary-Diagramme auch für Prozess-FMEA anwenden oder gibt es da irgendwelche Beschränkungen? Was muss man dazu wissen? Ja, ich hatte das ja eben schon gesagt, war ein bisschen vorsichtig, ich habe das als meine Meinung dargestellt. Ich sehe keinen guten Ansatzpunkt, den Boundary im Prozess darzustellen. Lass mich da aber gerne überzeugen, vielleicht treffen wir heute noch Vorschläge ein. Das Boundary sehe ich im Bereich der Design-FMEA. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Und jetzt will ich natürlich die ganzen Fragen selbst gestalten, aber bis sie im Tool ankommen, stelle ich dir mal noch eine zweite. Vielleicht interessiert es ja auch viele. Mag banal klingen, aber jetzt mal im Ernst. Warum heißt denn das P-Diagramm eigentlich P-Diagramm? Die Frage habe ich mir in der Tat auch schon mal gestellt, ist schon ein paar Jährchen her. Es ist ganz einfach, das steht für Parameter. Das sind die Parameter, die Noise-Faktoren oder die Lenkungsfaktoren. Klar. Also P-Diagramm, Parameter-Diagramm. Ist das Gleiche. Okay, das ist doch schon mal eine Sache. Und einen habe ich dann noch, weil ich sehe, Fragen sind im Moment hier noch nicht reingekommen. Kann man den Boundary-Diagramme auch für Einzelteile oder halt Bauteile anwenden? Wie sieht denn das aus? Ja, also Boundary-Diagramme eignen sich ganz hervorragend. Ich glaube, ich hatte es eben auch schon erwähnt. Natürlich kann ich einen Einzelteil freischneiden. Ja, genau, ich hatte das ja mit dem O-Ring schon gesagt. Nicht? Also der O-Ring als Einzelteil, der hat natürlich Schnittstellen, ich schneide den frei. Der einzige Unterschied jetzt beim Einzelteil, wenn ich das Boundary mache, das bleibt natürlich innen leer, weil ich den O-Ring oder was das auch immer, oder der Getriebedeckel oder was auch immer, ja nicht mehr unterteilen will. Ich will ja nicht in den atomaren Bereich gehen. Ja, ja. Sehr, sehr klar. Coole Antwort, starke Antwort. Jetzt Frage an die Regie. Da wir natürlich immer nicht wissen, gibt es noch irgendwelche Hänger im Tool? Bei mir sind bislang jetzt noch keine Fragen angekommen, die ich hier sehen könnte. Regie, gerne sonst die Fragen auch direkt mir rübergeben oder ihr stellt sie dem Winfried auch dann direkt. Haben wir Fragen, Regie? Ja. Passt. Da mal immer rein damit in den Chat. Jetzt improvisieren wir ein bisschen. Die anderen dann im Nachgang in der Diskussionsrunde. Dann gerne Regie, ab in den Chat damit. Und dann schauen wir es kurz an. Während wir das jetzt machen, schon die nächste Frage an die Teilnehmer, nämlich zur Vorbereitung des nächsten Vortrags. Da heißt ja echte B-Zehner und falsche B-Zehner unterscheiden. Da habe ich natürlich eine Frage nun vorbereitet. Und zwar in die Runde jetzt. Falsche Zehner, eine offene Frage. Also die falsche Einstufung von Merkmalen als B gleich 10. Was bedeutet das eigentlich in unserer realen Welt? Was bedeutet das für den OEM, der Fahrzeuge entwickelt und produziert? Was bedeutet das für die Tier 1? Was passiert eigentlich, wenn wir das richtig falsch machen? In der realen Welt. Ne? FMEA ist ja noch ein Denkmodell, auch besondere Merkmale ist ein Denkmodell, das ist keine Physik, aber auf was hat das denn alles Auswirkungen? Positiv, negativ? Das ist eine offene Frage, dann entsteht hoffentlich dann gleich eine Wolke. Auf was hat sowas alles Einfluss? Das ist die Vorbereitung des nächsten Themas gleich. Was passiert denn, wenn wir da mit den falschen B-10ern oder mit zu vielen B-10ern unterwegs sind oder. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Da sind der Fantasie, glaube ich, jetzt keine Grenzen gesetzt. Da bin ich ganz gespannt, welche Konsequenzen sind dann denn zu erwarten? Da wird dann aus fachlicher Sicht der Mund ja auf jeden Fall schon wässrig. Freue mich schon drauf. Jetzt holen wir alle nochmal in die Welt unserer Blockdiagramme kurz rein. Es sind nämlich in der Tat eine Menge sehr, sehr spannender Fragen gekommen. Und die erste Frage einfach mal gegeben, Winfried. Welchen Vorteil sehen Sie bei komplexen Systemen als Vorteil im P-Diagramm im Vergleich zum Funktionsnetz? Ja, ich will es mal aus der Zoologie beantworten. Komplex oder kompliziert, das ist ein großer Elefant. Und man tut gut daran, große Elefanten in kleine Scheiben zu schneiden. Ich fokussiere also auf kleinere Teile dieses Großen. Ich bin sehr fokussiert. Wenn man es genau sieht, kann ich ja ein P-Diagramm für jede Funktion machen. Das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, große Elefanten in kleine Scheiben zu schneiden, da
damit wir kommunizieren, damit wir analysieren können, damit wir uns Klarheit verschaffen können. Und von den Elefanten in der realen Welt lassen wir eh die Finger. Das ist, glaube ich, eh eine ganz gute Idee, oder? Winfried, nächste Frage habe ich hier noch. Kannst du ein paar Beispiele nennen für Lenkungsparameter in der Design-FMEA? Ja, Beispiele für Lenkungsparameter. Ich habe das kategorisiert, das sind die Variablen der Produktentwickler. Eigentlich sind das all die Dinge, die man in technischen Dokumenten findet, insbesondere in Zeichnungen. Also ich glaube, ich war eben bei dem Locherbeispiel auch schon dabei. Also wie lege ich denn die Hebellänge aus des Systems? Die Schneidgeometrie, da habe ich so ein klassisches ingenieurmäßiges Zielkonflikt. Das Ding soll mit geringer Schneidkraft schneiden, soll aber lange halten. Also muss ich ja irgendwie einen Kompromiss machen. Also das sind all die Dinge, die letztendlich ein Konstrukteur machen muss. Ich fasse es mal zusammen. Ein Konstrukteur ist erstmal kreativ, der schafft eine kreative Lösung. Was macht er dann in seinem Kopf oder mit Blockdiagrammen? Er identifiziert die Merkmale, die alle an dieser Funktion dranhängen, an dieser Lösung dranhängen. Er muss sie identifizieren, er muss sie auslegen, also eine Zahl dran schreiben, also dimensionieren und er muss sie tolerieren. Und alles, was der Konstrukteur identifiziert, damit er es dimensionieren oder auslegen kann und tolerieren kann, das sind die Parameter. Ich glaube, eine schöne Anschlussfrage, die hier kommt. Und zwar ist ja so, dass bei komplexen Systemen natürlich auch das P-Diagramm schnell komplex wird. Wie behalte ich denn da den Überblick? Hast du da noch Tipps? Oh, jetzt muss ich mal tief Luft holen. Komplex ist komplex. Streng genommen ist es gar nicht komplex, es ist kompliziert. Komplex soll es sein. Nämlich komplex, dann wissen wir gar nicht, wo wir landen werden. Also die erste Frage, um ein bisschen Zeit zu schenken, zu überlegen, ist, aus dem Komplexen erstmal was Kompliziertes zu machen. Denn bei Komplex weiß ich gar nicht, wo ich landen werde. Wenn ich ein technisches System auslege, darf das nicht komplex, sondern nur kompliziert sein. Ja, ich kann jetzt nur verklausuliert antworten, den Elefanten in kleine Scheiben schneiden. Ich müsste dann konkret ein Beispiel hinkriegen. Fokussiert sein auf eine Funktion, möglicherweise. Und eine längere Liste machen von Funktionen, für jede Funktion ein separates P-Diagramm. Ich versuche gerade noch die Kurve zu nehmen. Was? Ich baue dir mal eine schöne Brücke. Und zwar, in welcher Form kann man denn eine Boundary- und Parameterdiagramm in einer Software verknüpfen? Also von wegen Komplexität, Software kann dir helfen, Komplexität auch zu verringern mit ein bisschen Glück. Ja. Da möchte ich ein bisschen weiter ausholen. Ich sehe diese Blockdiagrammstrukturen letztendlich als Eingabeoberflächen für Systeme, die im Hintergrund FMEA erzeugen werden. Also die füttern letztendlich Datenbanksysteme, die dann als Assistentfunktion eine ganze Menge uns abnehmen können, damit es FMEA wird. Also dahin liegen meine Überlegungen und es sind schon etwas mehr als Überlegungen. Also ich sehe eine schöne Schnittstelle oder eine sehr schöne Verbindung. Es sind Schnittstellen, um Informationen strukturiert einzugeben. Es sind Oberflächen, die der Anwender nutzen kann. Es kommen natürlich spezifische Fragen, teilweise auch in Richtung der Softwareanbieter, die wir hier haben. Ich gebe einfach mal eine rein, vielleicht kannst du sie beantworten. Welche Möglichkeiten bietet denn beispielsweise die APIS-Software zur Einbindung der P- und der Boundary-Diagramme? Kannst du da was dazu sagen? Ja, das würde ich jetzt wirklich dann auch auf die Stände oder auf die Interaktion mit unseren Unterstützern hier verweisen. Das sind tolle Fragen, die ja letztendlich man mit den Toolherstellern gleich direkt glaube ich, klären kann. Mein Eindruck ist insgesamt im Moment, da tut sich ganz viel und all die Toolhersteller, die haben natürlich wahnsinnig viel zu tun, weil sie Teil dieser Digitalisierungswelle sind. Und da ist eine ganze Menge in Bewegung gekommen. Auch wenn ich nach China schaue, was da gerade passiert in Richtung Toolentwicklung. Also, wir werden tolle Lösungen sehen. Es gibt eine Menge Bewegung, Dinge, die uns erfreuen. Das denke ich auch. Software erfreut und erleichtert dann ja auch wirklich das Leben. Vielleicht noch eine spannende Sache, die passt auch zu dem Systemthema nochmal dazu. Jetzt in dem Fall nicht eine Software in dem Sinne verstanden, sondern gehen wir nochmal zurück auf die Diagramme. Zu welchem Reifegrad eines Systems machen denn Boundary-Diagramme eigentlich Sinn? Kannst du dazu noch was sagen? Das ist eine gute Frage. Antwort 0.
In einer perfekten Welt gibt es sie lange bevor es FMEA gibt. Das sind nämlich Tools für Entwickler. In einer perfekten Welt würde man die uns mitbringen, weil die braucht man, um Systeme zu entwickeln oder Prozesse zu entwickeln. Und das tun die im Prinzip auch. Die Frage ist nur, ob man die so formvollendet zu Papier gebracht hat. Die müsste es lange vorher schon geben. Also ich brauche gar keinen Reifegrad letztendlich in der FMEA des Entwicklungsobjektes für diese Dinge. Das Boundary, was ich gezeigt habe von unserem Startup Agreema, das wurde gemacht lange bevor überhaupt mit der Entwicklung begonnen wurde. Eine ganz frühe Phase. Ach, super, super Frage, denn dahinter steht eben nochmal die Botschaft, das sind Tools für Entwickler, das sind Tools für Kreative und in einer perfekten Welt würde man die uns schon mehr oder weniger auf den Tisch legen. In der perfekten Welt wäre es dann ja auch so, dass du gar keinen OEM bräuchtest, der vielleicht sowas fordert, denn das ist auch eine Frage, sind dir OEMs bekannt, die tatsächlich ein Boundary oder ein P-Diagramm abfordern und sagen, leg mir das vor, ich will das sehen? Ja, also ich arbeite mit OEMs zusammen, für die Boundary-Diagramme einen Tag sind, gar keine Frage. Das ist abgehakt, das ist wirklich Standard. Die Frage ist halt, wie prägt man es aus, wie geht man damit um? Es ist ja auch kein Rocket Science, sondern eine schöne visuelle Darstellung. Doch, das ist gut. Das war gut. Perfekt. Und mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt nur noch zwei Fragen reinnehmen. Es sind noch zig andere da. Wir werden mit Sicherheit im Nachgang dann auch nochmal gucken, dass wir das ein oder andere aufnehmen. Newsletter, ja. Auch viel verarbeitet dann nochmal. Aber eine picke ich hier nochmal raus. Und zwar, welche Strategien zur Vermeidung von Mehrfachbetrachtungen wendest du an im Boundary? Bezieht sich das auf das Boundary? Oder? Auf das Boundary, genau, ja. Also ein Aspekt ist, dass ich immer stärker dazu tendiere, nur nach außen hin freizuschneiden, weil das ist schon eine große Gefahr, dass wenn ich jetzt intern die Verbindung nochmal darstelle, was sie gelegentlich tun oder mit der Matrix, die ich eben gezeigt habe, aus dem Innen wird außen im nächsten Level und dann wird es zweimal bearbeitet. Also ich tendiere dazu zu sagen, okay, nur nach außen hin freischneiden, das scheint mir hilfreich zu sein. Wenn wir jetzt Interface-Funktionen haben, wo zwei, mein Symbolbild sind immer zwei Zahnräder, die im Eingriff sind, nicht? Ich lasse mich jetzt hinreißen, die Funktion für Zahnrad 1 oder Rad 1 und Rad 2 auch als Funktion, als Schnittstellenfunktion, nicht als Systemfunktion darzustellen, dann brauche ich eine Strategie zu sagen, okay, ja, er kümmert sich nur. Wenn ich Pech habe, beim großen Unternehmen sind das auch noch zwei Fachbereiche, und dann legen wir durchaus Regeln fest, zu sagen, der eine schreibt das als Anforderung hin und der andere Fachbereich, der muss das Thema lösen, der berechnet das. Es wird ja sowieso zusammen berechnet, nicht? Also das Symbolbild nochmal verwenden, zu sagen, ja, der Festigkeitsnachweis im Zahneingriff, da brauche ich ja beide Räder für. Und das sollte bitte nur ein Fachbereich natürlich machen. Wir haben tatsächlich die verrückte Situation, dass da Abteilungsgrenzen oft dazwischen liegen. Und eine Strategie ist eben zu sagen, die eine definiert es als Maßnahme oder als Anforderung, die andere kümmert sich für die beidseitige Absicherung dieses Themas. Aber da gibt noch eine Reihe anderer Strategien. Auch tolle Frage. Da gebe ich die allerletzte noch rein, bevor wir jetzt dann auch die Fragesession mit Blick auf die Uhr dann auch gleich enden lassen. Die habe ich bewusst ans Ende gestellt, weil sie ein bisschen in größeren Rahmen nochmal macht. Und zwar gibt es eine Richtlinie, mit wie vielen Ebenen der FMEA noch sinnvoll gearbeitet werden kann, ohne dass man die Übersicht verliert. Also Thema Übersicht wiederholt sich hier auf eine Art. Kannst du dazu noch was sagen? Ja, also die Anzahl der Ebenen ergibt sich nicht aus Herleitung von Denkmodellen, sondern wir bilden Physik ab. Wir bauen ein Modell der physikalischen Realität. Wie umfangreich, die ich gemacht habe, war ein Teilchenbeschleuniger. Das ist durchaus eine komplizierte Maschine, nicht komplex, nicht, dass da schwarze Löcher entstehen sollen. Also ich spreche nicht von Komplexheit, sondern von Kompliziertheit. Und dann kann man da durchaus mit 7, 8, 9 oder 10 Ebenen arbeiten, was gar nicht so schlimm ist. Ich kriege gerade noch ein Zeichen, 7. Man muss ja jetzt gucken, man hat üblicherweise dann kein Systemingenieur, möglicherweise der über 7 oder 8 oder 10 Ebenen verantwortlich ist. Auch der Elefant wird natürlich in kleine Scheiben geschnitten. Hat natürlich auch was mit dem Geschäftsmodell, mit der Entwicklungshistorie zu sehen. Wir haben natürlich Fälle, dass ein Unternehmen den ganzen Streifen eines Elefanten entwickelt. Das gibt es natürlich, aber sind Ausnahmen. Und das könnte beim OEM durchaus der Triebstrang sein, bis zur Schraube. Dann bekommt man schon auch eine gewisse Anzahl von Ebenen. Die steigern das, den Anspruch durchaus. Denn letztendlich haben wir im Formblatt nur drei Spalten dafür, Ursache, Fehler, Art und Folge.
Und dann gibt es halt verschiedene Strategien, wie man damit umgeht. Aber wichtig ist, wir haben ein Fokus-Level. Und vom Fokus-Level haben wir eigentlich erstmal eine Ebene hoch, eine Ebene runter. Runter heißt, ich habe eine Ursache. Hoch heißt, ich habe eine Folge. Wobei es natürlich fürs Verständnis des Gesamtsystems wichtig ist, dann eben auch die 6, 7, 8 oder 9 Ebenen halt durchaus zu verknüpfen. Das geht schon, macht auch Spaß, aber ist durchaus anspruchsvoll. Ja, Winfried, ich kann nur sagen, wir haben richtig klasse Fragen hier bekommen. Das macht riesig Spaß. Das ist auch eine Riesengruppe. Es kommen immer noch ganz, ganz viele auch ein paar Minuten später mit rein. Herzlich willkommen auch Ihnen allen hier in der Runde. Wir haben hier gerade die wunderbare Fachsession ja, ja zu 50% jetzt hinter uns. Winfried hat den Vortrag jetzt gerade in Richtung der Blockdiagramme ja soweit gehalten. Das heißt, wir kommen jetzt zum spannenden zweiten Teil. Und den spannenden zweiten Teil, den wird Herr Dr. Schloske, ich habe im Vorgespräch dann gelernt, er heißt zwar Dr. Alexander Schloske, aber bitte nur Sascha mit Vornamen nennen. Man hat ja so spezielle Geschichten dann immer. Ich kann nur sagen, ich habe nur einen Vornamen. Sascha, du hast mehrere. Und Winfried, worum geht es denn jetzt? Echte B10er von falschen B10er unterscheiden? Was ist denn das für ein wildes Thema jetzt, sag mal? Ganz genau. Also da auch eine kleine Geschichte zu. Ich kann mich erinnern, ich war auf der A1 mit Freisprechanlage natürlich. Ich rufe Sascha an und sage, Mensch, bei uns steht was an, neues Format. Wärst du denn bereit? Die Antwort war, natürlich, geht. Wann ist das denn? Und die zweite Frage ist, was ist denn im Moment ein ganz heißes Thema? Da fiel schon der Begriff echte B10er und falsche B10er. Und ja, wer sich mit FMEA beschäftigt, der ahnt, der weiß, was gemeint ist. Und das ist ein Evergreen. Das muss man einfach sagen, besondere Merkmale. Und ich glaube, wir brauchten weniger als eine Minute, um zu sagen, jo, das Thema passt auch. Und dann gab es noch die Aufgabe, einen Termin zu verschieben, damit wirklich der Slot frei ist. Herzliches Dankeschön dafür. Und vielleicht um die Brücke zu bauen. So ähnlich war das vor 16 Jahren, als ich das erste Osnabrücker FMR-Forum gemacht habe. Ich weiß noch, von welchem Parkplatz ausstehend ich den Herrn Dr. Schloske angerufen habe. Und er war doch sehr interessiert zu sagen, Mensch, was habt ihr vor, ein FMR-Forum machen? Hört sich interessant an. Könnte sein, dass ich mitmache. So, jetzt sind wir im dritten Format heute, nämlich im DC Talk. Und es ist eine tolle Tradition, die wir hier fortsetzen. Sascha, nochmal herzlich willkommen und definitiv, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Wunderbar, ganz lieben Dank, Winfried. Also auch dir ganz lieben Dank, dass du mich damals von dem Parkplatz aus angerufen hast, dass du diesmal auch wieder mich angerufen hast. Und der Dank mit der Terminverschiebung gilt den Studenten, die jetzt heute Abend dann ja so von 16 bis 19 Uhr vielleicht noch ihre Vorlesung abhalten müssen. Aber die haben alle zugestimmt und passt. Okay, gut, dann würde ich in meinen Vortrag gehen. Also Vortrag echte B10er und falsche B10er. Ich habe natürlich hier noch einen schönen alten 10-D-Mark-Schein genommen mit dem guten alten Gauss, den wir natürlich ja auch relativ häufig bemühen in Projekten. Und vorgestellt worden bin ich vom Wilfried. Echte B10er von falschen B10ern unterscheiden. Für mich ein Punkt, um eben diese besonderen Merkmale etwas besser zu unterstützen. Für diejenigen, die mich nicht kennen sollten, bin jetzt auch ziemlich genau gleich lang wie der Winfried eigentlich im Bereich FMEA tätig. Ich mache das jetzt seit ja, ein bisschen mehr als 30 Jahren und habe auch so Anfänge von Softwareentwicklung mitbekommen zur FMEA-Unterstützung. Bin beim Fraunhofer Institut für Produktionsautomatisierung. Und im normalen Leben sind der Winfried und ich Konkurrenten. Aber wenn wir auf dem Forum uns treffen oder im DC-Talk, sind wir natürlich Freunde. Also ich arbeite beim Fraunhofer Institut eben auch mit der FMEA, mache Moderation. Im Prinzip eigentlich genau das Gleiche, was der Winfried macht. Gut. Ja, Realität leider gewesen in einem Projekt. Irgendein Kunde hat mich angerufen, ich werde den Namen natürlich nicht sagen, hat gemeint, Herr Schloske, wir haben ein Problem. Unser Kunde, der hat hier uns ein Zahnrad zum Fertigen gegeben. Und ja, auf diesem Zahnrad sind, es waren insgesamt 38 besondere Merkmale drauf. Und 36 besondere Merkmale waren auf dem einzelnen Zahn.
Alle mit einer Bedeutung 10, alle als CC gekennzeichnet und mit einer Anforderung, dass sie bitte mit einem CPK-Wert größer als 67 zu produzieren sind. Vorweg so viel, mit 3 Prüfungen haben wir es dann geschafft, das Problem zu lösen. Aber ich weiß nicht, wie gut Sie im Studium aufgepasst haben. Ich weiß nicht, 2, 3 Merkmale würde ich vielleicht beim einzelnen Zahn noch hinkriegen. Aber 36 Merkmale, da würde ich mir schon beim einzelnen Zahn schwer tun. Jo, und das würde mich jetzt auch schon ein bisschen zu dem überleiten, was so Ihre Erfahrungen sind mit besonderen Merkmalen. So, was ist Ihre Einschätzung von besonderen Merkmalen? Haben wir davon zu viele oder passt es? Oder sind Sie der Meinung, dass wir da vielleicht sogar noch mehr davon haben sollten? Also Umfrage ist, nehme ich an, ich gucke mal virtuell in die Regie, nehme ich an, wird gestartet sein. Jetzt habe ich natürlich diese nette Aufgabe, Ihnen noch ungefähr 1 Minute irgendwas zu erzählen. Ich könnte natürlich irgendwie einen Schwank aus meinem Leben erzählen oder vom letzten Urlaub, aber Winfried, du trittst gerade ins Bild. Vielleicht hast du was, was du mich fragen möchtest. Pardon, was war deine Frage? Okay, nein, es war einfach das Thema, wie überbrücken wir jetzt die Minute. Aber ich kann vielleicht noch ganz kurz vielleicht noch die Lösung geben zu diesem Zahnrad. Also 36 Merkmale auf dem einzelnen Zahn. Ich nenne das immer gern den Merkmalsschubser. Also ich habe ein besonderes Merkmal und ich kann dieses Merkmal schubsen für die Prüfung entweder in Richtung Prozessmerkmale. Das ist immer dann eigentlich relevant, wenn ich das Merkmal als solches nicht messen kann. Bei dem Zahnrad haben wir das Merkmal oder die 36 Merkmale in Richtung der Funktion geschubst, weil die Funktion war, in einem Getriebe eine bestimmte Kraft zu übertragen. Es durfte kein bestimmtes Drehmoment überschritten werden. Also wir durften nicht ein zu hohes Moment allein durch das Getriebe haben. Das heißt, die Prüfung, die rauskam, war dann letztendlich eine Stichprobenprüfung, weil wir haben hier nur systematische Fehler. Und dann stichprobenmäßig haben wir einfach das Drehmoment von dem gesamten Getriebe aufgenommen. Und wenn dieses Drehmoment in Ordnung war, haben wir gesagt, müssen auch die 36 Merkmale, die daran beteiligt sind, eben auch in Ordnung sein. Das heißt also, auch das vielleicht so ein Punkt, durch eine clevere Strategie für Prüftechnik kann man auch mit einer komplexen, nämlich einer großen Anzahl von besonderen Merkmalen ganz gut umgehen. Genau, wenn ein valider Zusammenhang besteht zwischen dem Merkmal und einer Prüffunktion beispielsweise. Und das hättest du wahrscheinlich mit Boundary Diagrams rausgekriegt, oder? Oder mit Funktions- und Fehlernetzen. Okay. Weil genau da baue ich das Modell. Ich sehe gerade bei der Regie, dass das Ergebnis vorliegt. Okay, würde mich auch interessieren. Okay, also ich bin richtig, glaube ich, unterwegs. Großteil ist der Meinung, dass wir zu viele falsche B10er haben. Mhm. Und ein paar wünschen sich tatsächlich sogar noch mehr. Aber auch in der Mitte gibt es einen Balken, der sagt, das passt eigentlich ganz gut. Okay, also ich brauche mir keine Sorge machen, dass ich mit dem Vortrag in die falsche Richtung laufe. Dann würde ich an der Stelle weitermachen. Und ja, ich habe versucht mal so ein kleines, ich rede ja immer gern von Denkmodellen. Ich brauche immer Denkmodelle, wenn ich in der FMEA-Moderation bin, in Projekten bin, um mich daran zu orientieren. Und ich habe einfach mal versucht, so ein kleines Denkmodell zu nehmen, Gefährdung und unerwünschtes Event. Ich muss dazu sagen, unten rechts, da steht eine Quelle. Es gibt einen Herrn Eriksen, der hat so eine Gefährdungstheorie aufgebaut. Und die hat mir eigentlich sehr gut gefallen und an der habe ich mich angelehnt. Also das ist jetzt nicht alles auf meiner Miste gewachsen. Ich habe es vielleicht noch ein bisschen animiert, ein bisschen anders dargestellt. Wir haben jetzt hier irgendwo eine potenzielle Gefährdungsquelle. Never mind, was es ist, auch mal gar nicht so relevant. Und dieses Produkt, was wir nutzen, da wird der Kunde in bestimmten Zeitabständen damit unterwegs sein. Also sei es eine Kettensäge und die werde ich eben ab und zu mal irgendwo anwerfen müssen oder eine Heckenschere. Und wenn ich die anwerfe und irgendwo eine Kupplung ist defekt, dann könnte ich vielleicht mich verletzen an einem Sägeblatt, was vielleicht dann losläuft.
Also wie häufig bin ich in einer Betriebssituation, ist eigentlich ein wichtiger Punkt für mich. Und wenn man das jetzt darstellt und ich bin relativ häufig in der Betriebssituation, habe ich natürlich auch relativ häufig eine Gefährdung, wenn ein bestimmtes Bauteil versagen könnte, dass ich mich dann dran verletzen kann. So, das heißt, das unerwünschte Event wäre genau das, was ich jetzt gerade angesprochen habe. Ich habe eine potenzielle Gefährdungsquelle. Ich halte mich in bestimmten Zeitabständen in einer Situation, die gefährlich sein könnte. Und jetzt kommt eben noch ein Fehler dazu. Die Fehler mal hier beschrieben mit FIT und PPM. Also FIT, Failure in Time. Das ist mehr bei der elektronischen Ecke, Ausfälle in 10 hoch 9 Stunden. Oder eben, wenn wir in der Mechanik sind, PPM, Parts per Million. Also ich lasse es nochmal kurz zurücklaufen hier. Irgendwann könnte es mal sein, dass der Fehler auftritt und ich mich genau in der Betriebssituation aufhalte. Dann hätte es sich ein unerwünschtes Event. Ich könnte mich dabei verletzen. Jetzt kommt aber noch dazu, dass wir auch teilweise in der Lage sind, ja Gefahren abzuwenden. Das heißt, man spricht hier gern von der sogenannten Beherrschbarkeit durch Anwender. Und wenn wir jetzt das Ganze jetzt wieder loslaufen lassen, dann sieht man, okay, der Anteil der Gefährdungen wird jetzt schon etwas weniger. Und packen wir jetzt noch dazu, dass eigentlich alle drei in einer Linie stehen müssen, dass wir eben ein unerwünschtes Event haben, dann sieht man jetzt sehr schön, gleiche Situation, aber Aufenthalt, Auftreten eines Fehlers, Beherrschbarkeit durch Anwender führt schon viel, viel weniger dazu, dass es ein unerwünschtes Event gibt. Also so für mich so ein bisschen das Denkmodell. Bei den Bedeutungen 10 in der FMEA macht ihr immer mal Gedanken drüber, wie häufig wird eigentlich der Nutzer in dieser Betriebssituation sein? Und wenn jetzt hier ein Fehler auftreten sollte, wie gut kann der Kunde das Ganze noch beherrschen? Und nur das, was durchrutscht, das ist letztendlich das, was für uns gefährlich ist. Und was ich immer ein bisschen schwierig finde, manchmal so in FMEA-Sitzungen, es werden dann schon manchmal sehr interessante Konstrukte gefahren. Ja, also wenn das passiert und das passiert und das und vielleicht noch Saturn und Venus in Konjunktion stehen, also dann ist es ja ganz dramatisch. Und dann wird etwas mit einer Bedeutung 10 belegt, was vielleicht gar keine Bedeutung 10 verdienen würde. Und das wären für mich halt dann diese Unterscheidungen in echte und falsche B10er. Gut, gehen wir mal weiter. Ein weiteres Denkmodell, das ist aber ein bestehendes Denkmodell, was ich Ihnen jetzt hier zeige. Es gibt das für die EE-Systeme in der Automobilindustrie, also elektrisch-elektronische Systeme. Da gibt es ja diese ISO 26262, nach denen man dann Automotive Safety Integrity Levels aufbaut. Das heißt, man möchte, je höher das Safety Level ist, also D wäre das höchste, QM bzw. A wäre der niedrigste Bereich, für die möchte man sicherstellen, dass es nur mit einer, wie die Juristen immer sagen, gesellschaftlich tolerierbaren Restwahrscheinlichkeit zu Versagensfällen kommt. Und in diesem in einem sogenannten Risikograph, den wir hier in der 26262 haben, da haben wir dann mehrere Bereiche. Es gibt dann den Bereich hier einmal E0 bis E4. Das ist die Exposure. Das heißt, wie häufig werde ich mich in dieser Betriebssituation aufhalten? Also E0 steht da drin, sogar in der Norm, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Jumbo-Jet auf der Autobahn landet. Das sind so, um gerade solche Sachen wegzukriegen. Ja, was ist jetzt, wenn die alte Oma auf dem Bahnübergang steht und der Motor geht aus und sie kriegt ihn nicht an und die kann auch den Kopf nicht drehen und sehen, dass dann ICE kommt und hören tut sie das auch nicht, weil sie schwerhörig ist, dann ist es doch furchtbar kritisch. Also das heißt, man geht rein und sagt erstmal hier, ist diese Situation überhaupt wahrscheinlich? Man kann noch einen weiteren Punkt mit reinbringen. Es gibt noch so 5 ganz interessante Regeln dabei in der 26262. Man geht davon aus, der Nutzer ist im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte. Also Problem Kopfdrehen oder schlecht hören ist dann schon mal draußen. Der Nutzer besitzt einen Führerschein, auch noch ganz interessant.
der Nutzer kennt die Verkehrsregeln und jetzt wird es ganz pathologisch, der Nutzer hält sich auch an die Verkehrsregeln. Und solche Punkte sollten Sie auf jeden Fall auch dann mit berücksichtigen. Und dann eben einstufen hier die Wahrscheinlichkeit des Ausgesetztseins. E1 heißt, tritt für die meisten Fahrer selten als einmal pro Jahr auf, gelegentlich wenige Male pro Jahr, ziemlich oft einmal im Monat oder öfters. Und interessant sind eben genau die, wo E4 steht, weil das nämlich genau bei jeder Fahrt auftritt. Dann gibt es das Thema mit der Beherrschbarkeit, Controllability, also nicht Prüfbarkeit, sondern Beherrschbarkeit. Und hier oben, wie gesagt, auch ausgesetzt sein in der Betriebssituation. C0 sagt man, kann jeder beherrschen. C1 einfach, so mehr als 99%. C2 mehr als 90% der durchschnittlichen Fahrer. Und C3 eher schwierig oder gar nicht beherrschbar. Kleine nette Anekdote, die ich immer noch an der Stelle bringe, ist, es gab mal in Deutschland eine Studie, wo man die Leute, die Verkehrsteilnehmer gefragt hat, fährst du besser oder schlechter als der Durchschnitt? Interessante Antwort, 68% der Deutschen sagen, sie fahren besser als der Durchschnitt. Also auch das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. So, mit diesen zwei hier, Häufigkeit des Ausgesetztseins und Beherrschbarkeit durch den Nutzer, da kann ich jetzt meine Gefährdung im Prinzip etwas abschätzen. Also ich habe jetzt einfach mal den Bereich hier unten rechts rausgenommen, weil das einfach der schärfste in der 26262 ist. Und wenn ich jetzt einfach diese Kriterien, die ich gerade genannt habe, wie häufig im Jahr könnte ich in dieser Betriebssituation sein, dann kann man damit irgendwo rausrechnen über eine einfache Rechenoperation, wie viel Prozent der Fahrt bin ich in dieser Situation. Also das heißt, hier bei selten ist es eher 0,01% der Zeit, wo ich da drin bin, bei gelegentlich 0,07, bei ziemlich oft wären es so ungefähr 1,4% und bei oft natürlich ein ziemlich starker Sprung, hier sind wir bei 100%. Dann habe ich da oben die Beherrschbarkeit generell 100%, einfach 99 bis 100, durchschnittlich 90 bis 99 und schwierig 0 bis 90. Ich habe da immer die Worst-Case-Situation gerechnet. Das heißt, wenn ich es nicht beherrschen kann und bei jeder Fahrt auftreten kann oder in der Situation bin, habe ich natürlich hier die 100%. Aber die Situation C2 und E1 ist eigentlich quasi 0%, dass diese Situation auftritt, beziehungsweise wenn sie auftritt, nicht beherrscht werden könnte. Und damit sind wir eigentlich hier in dem grünen Bereich, erstmal im Bereich, der eher auf einen grünen Zehner von der Bedeutung hindeuten könnte. Und die anderen sieht man eben jetzt hier noch so mit 1%, vielleicht auch mal 10%. Aber kritisch sind wirklich die hier, die ich nicht beherrschen kann und die auch unter Umständen unmittelbar auftreten. Das heißt, wo es keine Vorwarnungen gibt. So, und wenn man jetzt noch dann dazu nimmt, dann steht da sehr global drin noch eine schwere, keine Verletzungsgefahr bis hin schwere, wahrscheinlich tödliche Verletzungen. Und jetzt habe ich sowas mal geschaut, was es noch in anderen Literaturen gibt und habe da mal eine gewisse Analogie versucht aufzubauen. Also gerade für die Schwere kann man sich noch was heranziehen zur Analogie. Die FMEA selber bringt uns erstmal nicht weiter, weil in der FMEA steht bei unserer Bedeutung 10 Auswirkungen auf den sicheren Betrieb des Fahrzeugs und oder anderer Fahrzeuge, Gesundheit des Fahrers oder der Beifahrer und andere Verkehrsteilnehmer könnte beeinträchtigt sein. Und das macht es uns in der FMEA schwer, weil dadurch kriegen wir verdammt viel B10er rein aus meiner Sicht. Und eigentlich diese B10, also ist es jetzt nur ein Pflaster, was ich irgendwo drauf machen muss, würde normal bei uns in der FMEA schon mit B10 bewertet. Oder Sie kennen das, was hier als Bild dahinter steht, nämlich da, wo man so sagt, dass die FMEA in die Automobilindustrie kam mit dem Ford Pinto, also Impala versus Ford Pinto. Schade, dass man den schönen Impala kaputt gemacht hat. Beim Pinto bin ich jetzt nicht so traurig. Aber das war der Fall, wo es dann eben zu Bränden kam beim Ford Pinto und wo Ford gesagt hat auch, okay,
ich werde mal versuchen, diese FMEA-Methodik in der Automobilindustrie anzuwenden. Aber beide Situationen würden Sie heute mit B gleich 10 in der FMEA bewerten. Und das macht uns das Leben schwer aus meiner Sicht. So, aber es gibt Lösungen. Und zwar gibt es die sogenannte RAPEX. Es gibt noch viele andere Sachen. Das ist jetzt nur mal eine, die ich stellvertretend herausgezogen habe. Also Rapid Exchange of Information System. Das wird eher bei Verbrauchsgütern angewandt und dient dazu zu entscheiden, ob ich bei einem Fehler einen Produktrückruf starten muss oder nicht. Und die unterscheiden die Verletzungen in Punkte mit Schweregrad 1 reversibel. Das heißt Verletzung, die nach der Durchführung von Sofortmaßnahmen, Erste Hilfe, in der Regel nicht durch einen Arzt, das heißt, Sie machen sich selber ein Pflaster oder sowas drumherum, keine wesentliche Funktionsbeeinträchtigung oder große Schmerzen verursacht. In der Regel sind die Folgeerscheinungen vollkommen reversibel. Dann gibt es die zweite Stufe mit reversibel. Da brauche ich aber dann eine stationäre oder ambulante Behandlung durch einen Arzt. Kann mich für einen begrenzten Zeitraum maximal 6 Monate beeinträchtigen, aber es ist eine nahezu vollständige Wiederherstellung möglich. Bei 3 wird es dann irreversibel, Verletzungen, die in der Regel eine stationäre Behandlung erforderlich machen, während mindestens 6 Monaten oder zu einer dauerhaften Funktionsverlust führen. Und wenn wir in die Stufe 4 reingehen, das kann dann sogar bis hin zum Tod führen, Verlust von Gliedmaßen, schwerwiegende Funktionsbeeinträchtigung, Behinderung von mehr als 10%. Das sind so diese Einstufungen nach RAPEX. Und ja, was ich jetzt einfach mal als Denkmodell mir geschaffen habe, ist, ich hänge jetzt da den Risikograph aus der 26262 hin. Das heißt also, ich habe die S0 hier aus der 26262 dem Schweregrad 1 zugeordnet, S1 dem Schweregrad 2, S2 dem Schweregrad 3 und habe mir jetzt erlaubt, hier bei der Färbung die 10 einmal grün, gelb, orange oder rot darzustellen. Das heißt, dass wenn ich jetzt hier in dem Bereich bin, wo ich eine grüne 10 habe, wäre das für mich jetzt eher kein echter Zehner, der auf ein besonderes Merkmal hinweisen würde. Er kann natürlich immer noch ein besonderes Merkmal dahingehend sein, dass ich eine Funktionseinschränkung habe, aber es ist zumindest kein sicherheitsrelevanter Zehner mehr für mich. Da kann man sicherlich mal die Diskussion anstoßen. Die wird dann sicherlich zu größeren Diskussionen führen, ob wir solche 10 QM nenne ich es dann gerne in Analogie zur 26262, ob man die vielleicht nur noch auf eine Bedeutung von 8 runterstufen kann und sich wirklich nur auf die echten B10er zu beschränken. So, ich denke, der Aufbau von dem Modell ist klar. Und jetzt eigentlich das ganze Thema, wo kommen wir hin mit den Zielwerten? Also das kennen Sie noch von vorher, das hatte ich Ihnen schon gezeigt. Für die schweren, die Exposure während der Fahrt, die Controllability, die Auftretenswahrscheinlichkeiten, die dann noch denkbar sind. Relevant für uns sind die, die wir jetzt hier unmittelbar kommen, also die schlagartig ohne Vorankündigung kommen oder die nicht beherrschbar sind. Und wenn wir da reinschauen, jetzt in der 26262 habe ich Kennwerte für dieses Failure in Time, also Ausfälle in 10 hoch 9 Stunden. Das fängt eben bei dem ASIL-D an mit 10 Fit, geht dann weiter über 100 Fit und bis hoch dann zu 1000 Fit. So, und was ich mir jetzt erlaubt habe, ist einfach das daneben zu stellen, was jetzt im Bereich der Mechanik zum Beispiel im Bereich von RAPEX steht. Nämlich, die sagen, etwas, was jetzt hier eben diese schwere 3 hat, wo man sich 100% in der Betriebssituation aufhält, was nicht beherrschbar ist, da gibt RAPEX die Vorgabe von 1 ppm. Das heißt, wenn ich jetzt außerhalb von 1 ppm höher bin, dann kann man in dem Fall über einen Produktrückruf nachdenken. Interessant ist dann noch das hier oben eigentlich, wo ich jetzt mal fortgeführt habe mit 1000 ppm.
Bei Rapex steht sogar hier 10.000 ppm. Das heißt, so gedanklich kann man sich hier mal bei den ppm-Werten einsortieren. Bei 1 ppm sind wir irgendwo so bei CPK 1,67, bei 100 ppm CPK 1,33, bei 1000 ppm CPK 1, so plus minus Daumen oder CPK 0,8 irgendwo in der Größenordnung. Aber dann kann man zumindest eine Analogie bauen aus verschiedenen anerkannten Richtlinien oder Normen, wie man das Ganze vielleicht hier auch für unsere B10er verwenden kann. Ja, Analogie. Also wir machen diese Gefahrenanalyse und Risikobeurteilung. Wir gehen in den Risikograph rein. Und dann haben wir eben hier diese Einstufung entweder ASIL B bis D bei der Bedeutung 10. Und das mechatronische System kann eben aus elektronischen Systemen bestehen. Da sind wir eben bei diesem Failure in Time. Oder aus mechanischen Themen, da sind wir eben bei den besonderen Merkmalen und sind hier in ppm. Und was Sie jetzt sehen, wenn Sie jetzt so auf die rechte Seite der Folie schauen, eigentlich sind diese FIT-Werte und die ppm-Werte vergleichbar. Das Modell habe ich auch meiner Produkthaftungsanwältin gezeigt. Die hat auch gemeint, das ist für sie eine nachvollziehbare, logische Herangehensweise. So, Vorgehensweise, also relativ simpel. Wir machen unsere FMEA, wie wir es kennen, mit Fehlernetzen, die dann hier vorne mit einer Fehlfunktion B gleich 10 auf der Produktebene enden. Und jetzt müssen wir eben noch analysieren, was für Betriebsbedingungen gibt es. Auch da hat der Winfried vorher mir schon eine Steilvorlage im Prinzip gegeben. Welche Gefahren könnten in den Betriebsbedingungen ausgehen? Und dann eben noch mit Beherrschbarkeit, Exposure Rate, das Ganze zuordnen und eben schauen, habe ich eine grüne 10 oder habe ich eben eine gegebenenfalls rote 10. So, noch ein Denkmodell zur Definition und Absicherung von besonderen Merkmalen. Also wir haben jetzt wieder hier links unser neu gebildetes Modell mit den 10 grün bzw. 10 rot. Und das würde ich jetzt noch verbinden mit dem Thema hier aus der neuen Schrift zu den besonderen Merkmalen. Also wir haben ein potenzielles besonderes Merkmal bei Bedeutung 10b. Wir haben ein potenzielles besonderes Merkmal bei der Bedeutung 10c und natürlich auch bei 10d. Und ich weiß nicht, ob Sie die Schrift angeschaut haben, diese neue zu besonderen Merkmalen. Da ist relativ wenig neu drin. Aber es ist eine wunderbare Grafik auf den ersten Seiten drin, die finde ich sehr gut weiterhilft, nämlich das Thema, auch da hat mir der Winfried vorher wieder Stichwort gegeben mit Robustheit, die Robustheit von einer Auslegung. Das heißt, wenn ich in der Entwicklung bin, ich habe eine Toleranz ausgelegt und wenn ich jetzt über die Toleranz rauskommen sollte und es passiert nichts, die Funktion bleibt gleich, dann ist das ein robustes Design und kein besonderes Merkmal. Also Beispiel, ich habe eine Antriebswelle von einem Aufzug mit 14-facher Sicherheit ausgelegt. Wenn ich da ein klein bisschen im Durchmesser abweiche, wird es sicherlich nicht zum Versagen führen. Anders sieht es dagegen aus, wenn ich jetzt über die Toleranz rauskomme und es relativ schnell zu einer Fehlfunktion kommt. Also im Allgemeinen bei Passungen und so weiter, dann hätte ich kein robustes Design und dann würde für diese potenziellen Merkmale hier aus konstruktiver Sicht ein besonderes Merkmal rauskommen. Und wenn man das Ganze jetzt noch weiter trägt in Richtung der ppm-Werte, da arbeite ich immer ganz gern hier mit dieser sogenannten A-mal-E-Matrix hier. Das heißt, hier habe ich mal raufgenommen ein Auftreten und hierüber habe ich prozentuale Entdeckungen, wobei ich da dann auch bis runter gehe zu 0%. Und man kann dann über eine einfache Rechenoperation herausrechnen, wenn ich jetzt hier 500 ppm habe und ich habe 0,1% Durchschlupf, dann sind es eben 0,5 ppm, die eben zum Kunden fehlerhaft gehen können. Und jetzt nehmen wir wieder die Bilder von vorher. Das heißt, bei B10b wäre für das besondere Merkmal, wenn es nicht robust konstruiert ist, eine Grenze von 100 ppm über das RAPEX. Bei 10c wäre es die 10 ppm und bei 10d
ein PPM, was durchrutschen darf. Das heißt, natürlich muss ich, wenn ich keine Prüfstrategien irgendwo habe, muss ich natürlich dann schauen, dass ich hier einen Prozess auch eben auf einem CPK von 1,67 fahre. Hier oben könnte ich aber dann mit weitaus geringeren CPK-Werten, nämlich mit 1,33 in dem Fall arbeiten. Gut, so, und damit bin ich eigentlich mit meinem Denkmodell durch und würde jetzt einfach wieder mal an die Regie geben, das Thema. Ergibt das vorgestellte Denkmodell für Sie Sinn? Ich würde mich sehr über Ihre Rückmeldung freuen. Macht es für einen Sinn, für Sie Sinn? Glauben Sie, dass das Ihnen hilft, dass wir damit in Zukunft von der vielleicht manchmal übertriebenen B10-Anzahl runterkommen? So, und Winfried, du machst jetzt wieder mit mir Smalltalk. Ganz genau. Ich hab mich schon in Position gesetzt. Ja, erstmal schon jetzt herzliches Dankeschön. Ich mag schon den Begriff Denkmodell. Das hilft uns schon immer ganz, ganz, ganz gut weiter, weil es ja Raum für Diskussion bietet. Es ist einfach offen. Ich biete dir ein Denkmodell an, lass uns drüber sprechen. Es ist keine Physik, wo wir knallhart am Ende feststellen müssen, stimmt das oder stimmt es nicht? Ist es wahr oder nicht wahr? Denkmodell hat sowas Versöhnliches, dem Motto, da gehe ich vor, bin aber gerne bereit, auch zuzuhören. Und vielleicht gibt es ja ein besseres Denkmodell. So ist das halt in der Wissenschaft. Ist ja in letzter Zeit auch diskutiert worden. Ne? Für mich ist es halt auch immer wichtig, ich habe es ja vorher schon angesprochen, das wird dir genauso und deinen Kollegen genauso gehen. Wenn wir unter Adrenalin beim Kunden in der FMA sind, dann können wir nicht irgendwo hinsitzen und sagen, Moment mal, das muss ich mir jetzt erstmal noch überlegen, sondern dafür brauche ich die Denkmodelle, dass ich mir vorher einmal Situationen durchgedacht habe und dann in der Situation beim Kunden sagen kann, okay, also ich würde es so rum machen, ich kann Ihnen auch eine Begründung bringen, warum wir das so machen. Genau. Um dann einfach hier zumindest schneller voranzukommen. Ganz genau. Ich glaube, du hast den Begriff Denkmodelle auch übernommen. Ich habe den übernommen, ganz genau. Und ich nehme ja auch immer wahr, dass er immer öfter übernommen wird, weil er eben diese Möglichkeiten bietet. Ja, ich sehe gerade, die Ergebnisse kommen rein. Ich weiß nicht, ich glaube, er ist schon auf dem Sender, zu sehen. Und wie sagt der Schwab? Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das scheint Ihnen ja wirklich ziemlich gut zu gefallen. Super. Das freut mich sehr. Weiß nicht, das sind sicherlich diejenigen, die nochmal drüber nachdenken müssen. Aber du stellst ja die Unterlagen zur Verfügung, dann kann man das nochmal in Ruhe nachvollziehen. Und wenn jemand auch noch mit mir diskutieren möchte, freue ich mich auf jeden Fall auch. Ja, super. Okay, ich hätte jetzt theoretisch noch eine Fazitfolie, aber ich denke, das kann ich auch auf der Tonspur rüberbringen. Also das Fazit ist für mich, es hilft mir wirklich, die Anzahl der echten Zehner herauszufiltern und vor allen Dingen, was für mich dann auch wichtig ist, bei den echten Zehnern dann eben auch zu sagen, okay, die müssen aber jetzt sehr genau in der Entwicklung verifiziert werden und da nochmal Überleitung zu deinem Vortrag vorher, da verwende ich extrem gern das Parameterdiagramm, weil das mir schon auch so Schienen gibt, wie müssen meine Prüfstrategien aussehen und sie müssen natürlich in der Fertigung auch extrem gut abgesichert werden. Ja. An Anforderungen für die Software, bei ein paar weiß ich, dass es geht. Ich brauche halt irgendwo bei meiner Bedeutung 10 die Möglichkeit, dass ich eine Bemerkung eingeben kann, ein Attribut zusetzen kann, dass ich das eben einteilen kann in 10 QM, A, B, C oder D. Genau. Ich sehe gerade, damit hast du schon auch eine Frage beantwortet. Ich gucke jetzt mal in Richtung Gregor. Sind bei dir? Entschuldigung. Vorauseilender Gehorsam. Mir war das ja mit dem P-Diagramm auch so gegangen. Gregor, sind bei dir schon Fragen aufgelaufen noch? Also, Fragen kommen hier. Es geht schon richtig los. Eine erste Frage, die kommt, Sascha. Ich spreche jetzt sozusagen mal aus dem Off, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Wird denn das Konzept bereits im Unternehmen umgesetzt? Also es sind jetzt ein paar Firmen, mit denen wir gerade arbeiten, bei denen das jetzt in der Umsetzung ist. Also es ist noch relativ neue Denke, aber die Firmen sprechen uns halt immer an und sagen, also da wird von der Entwicklung jetzt ein B10 drauf gemacht und dann haben wir unten das Problem, dass wir dann die Vorgaben haben, mit 1 PPM zu arbeiten.
Und da wird dann halt schon die Diskussion geführt, also wenn wir jetzt diese 1 ppm einhalten wollen, wird es schon verdammt teuer. Können wir das nochmal hinterfragen, ob das eine echte rote B10 ist oder ob das nicht vielleicht eine grüne B10 ist? Und ja, ich möchte jetzt keine Beispiele nennen, weil sonst kann man vielleicht auch Firmen zurückschließen, aber es ist am Entstehen, es wächst und ich würde mal prognostizieren, in 5 Jahren ist das, glaube ich, auch wieder so ein bisschen State of the Art, so wie wir jetzt auch von der RPZ weggekommen sind zu Matrizen und Aufgabenprioritäten. Ich denke, in 5 Jahren werden wir mit so einem ähnlichen Konzept, vielleicht gibt es da noch bessere, aber auf jeden Fall die Bedeutung 10 etwas granularer betrachten. Granularer betrachten ist eine super Sache. Mitunter ist ja so, Sascha, das ist jetzt eine schöne Frage, die auch gerade aktuell noch reinkommt ist. Deswegen nehme ich mal sofort an Nummer 1. Mitunter bekommt man ja vom Kunden unsinnige Bewertungen zu sehen. Soll es sowas, also sowas soll es geben, ne? Aber Habe ich schon mal gehört irgendwo, ja. ja, hast du auch schon mal gehört. Ne? Aber selbst wenn man dann das vorgestellte Denkmodell in Ansatz bringt, gelingt es dann oftmals nicht, den Kunden zu überzeugen. Hast du dafür eine Empfehlung? Ich sage mal, also wenn Menschen nicht in ihren Aussagen durch Logik gebremst werden, dann habe ich auch keine Lösung mehr. Nein, also ich würde dann eben, und das ist genau das, was wir dann mit Firmen machen, ich würde dann dieses Denkmodell vorstellen und sagen, also schaut mal her, so sieht es aus. Meistens gibt es dann, finde ich, ein Einlenken, wenn die Firmen sehen, okay, wir können dann vielleicht bei den Prüfstrategien doch mit Kosten reduzieren. Dann wird es eingesehen, aber es gibt leider manche, die bei ihren Aussagen bleiben und da wird es einfach schwierig. Ja, das ist einfach so. Das wird sich wohl auch nie so wirklich ändern. Wir haben aber noch eine schöne Frage. Ein CRM-Bus bekommt eine B10, weil sicherheitsrelevante Daten übertragen werden. Das Bauteil, also der CRM-Treiber an für sich, ist aber QM. Wie gehen Sie vor? Hui. Okay, das ist jetzt auch genau aus der Fussi-Ecke. Okay, gut. Ich hätte es mal beim CAN-Bus wahrscheinlich keine Probleme, einfach weil deswegen, weil es da ja extrem saubere Absicherungsmechanismen gibt, die ja schon etabliert sind. Und deswegen hätte ich da kein Problem, dass da weiterhin die B10 draufsteht. Es ist ja sicherheitsrelevant. In der Fusi habe ich ja das eben gerade mit dieser Dekomposition. Das eine ist 10 und das andere ist dann halt QM. Aber ich darf ja nur dann eine Dekomposition machen, wenn die zwei Systeme unabhängig sind und sich gegenseitig überwachen. Und deswegen ist das für mich absolut okay in der Form. Kommt so als Nachfrage dann quasi noch dazu, warum erhöht man nicht dann die Bedeutung auf 15? Och nee. Ich habe mich so an die 10er gewöhnt, das möchte ich auf meine alten Tage nicht mehr ändern. Ja, vollkommen richtig. Habe ich jetzt noch nie drüber nachgedacht. Ich hab ein einziges Mal in meinem Leben, das war Gott sei Dank noch bevor es Social Media gibt, eine andere Bewertungslogik vorgegeben in einem Vortrag. Man nennt es ja heute Shitstorm, der war damals per Post, das hielt sich in Grenzen. Aber ich würde jetzt davon nicht weggehen, ich würde eher Attribute setzen. Weil es hat sich halt einfach eingebürgert mit den Zehnern. Aber Attribute wäre etwas, was ich aus meiner Sicht machen würde. Na gut, dann kriegst du jetzt noch einen zu den Zehnern, weil du auf den Zehnern ja auch Klar. sehr beharrst, ja, dich nicht auf 15er einlässt oder so. Warum stufe ich dann alle mit B gleich 10 ein und nutze nicht stattdessen dann B7 bis B10? Ja, das geht in die gleiche Richtung mit dem nach oben hin erweitern oder nach unten hin aufmachen. Würde ich einfach sagen, wir haben uns dran gewöhnt. Wir haben das jetzt auch im neuen AIAG VDA, diese Einstufung 10 Sicherheit, neuen Gesetz. Das ist schon so etabliert in Firmen. Prinzipiell klar, vielleicht wenn die nächste Revision zum AIAG VDA kommt, könnte man drüber nachdenken. Aber ich glaube, das sind so die Grundfesten der FMEA, an denen man nicht rütteln sollte. Ich habe sogar an meinem Doktorhut lauter Kärtchen dran von 1 bis 10, weil ich auch über die FMEA promoviert habe. Ich möchte jetzt auch kein neues Update für meinen Doktorhut haben. Das ist auch eine Ansage. Vielleicht die Einladung nochmal an Sie auch. Der QR-Code ist ja gerade nochmal eingeblendet. Einfach abscannen im entsprechenden Tool, dann die Frage eingeben, die Sie noch an Dr. Schlosske haben.
Zwei habe ich hier noch. Und zwar wird das Konzept auch von FMR-Softwarelösungen unterstützt. Also vorher schon angesprochen, ich meine, ich kann jetzt so viel sagen, man kann ja nachher in die Ausstellung gehen. Also einer der Anbieter unterstützt es auf jeden Fall. Da kann ich, wenn ich jetzt den Namen sage, benutzerdefinierte Attribute hinterlegen, dann weiß man wahrscheinlich, wer es ist. So mache ich es mit der Software auch, dass ich eben da dann ein benutzerdefiniertes Attribut hinterlege und dann geht das ganz easy für mich. Jetzt habe ich noch was Schönes, und zwar ist das ein Teilnehmer oder Teilnehmerin, das kann ich natürlich nicht sehen, aus der Medizintechnik. Und er oder sie fragt, was ist denn der Sinn daran, besondere Merkmale nicht in der D, also in der Design-FMEA, sondern in der Prozess-FMEA zu kennzeichnen? Naja, also für mich ist immer die Denke, in der Design-FMEA muss ich es richtig auslegen. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn ich jetzt hier eine Welle statt 20 mm nur 18 mm auslege, würde das kein Mensch mehr in der Produktion finden. Das muss ich in der Entwicklung finden. Und das andere ist aber auch, selbst wenn es der Konstrukteur richtig ausgelegt hat, kann ich ja trotzdem noch in der Fertigung den Fehler machen. Und der Sinn ist für mich einfach dahinter, dass man auch in der Produktionsplanung weiß, Achtung, ich sage immer, Pass-auf ist ein wichtiges Merkmal. Das muss mit null Fehler zum Kunden gehen. Klare Antwort auf eine sehr klare Frage, auch in der Medizintechnik. Sehr schön. Hier ist noch eine spannende Frage reingekommen. Also ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Wie bekommt man im kombinierten Ansatz der ISO 26262 10/2018, also FTA, FMEA, im Kontext der, oh, voller Kürzel hier, ja, der ASIL-D in Klammern 10 Fit, wow, das ist mal gut vorgelesen, oder? Die FMEA-Bewertung in die FIT-Ratenberechnung hinein. Ich hoffe, die ganzen Kürzel sagen dir jetzt was. Wir sagen nicht was, bin da ganz ehrlich. Also es gibt Umrechnungsfaktoren. Da bin ich jetzt in der Kürze der Zeit, ich wollte auch nicht mehr noch mit weiteren Formeln quälen. Es gibt Umrechnungsfaktoren, wo ich also Fit in PPM umrechnen kann, beziehungsweise PPM auch wieder in Fit-Werte umrechnen kann. Ich muss dann eben als Berücksichtigung noch die geplante Nutzungsdauer von dem Produkt mit reinnehmen. Also, dass ich zum Beispiel sage, das Produkt wird so viele Jahre genutzt, beziehungsweise wird so viele Stunden im Einsatz sein. Also, da gibt es Berechnungen. Ich habe die Formel auf irgendeinem Papier geschmiert noch, aber vielleicht kann ich es auch irgendwann mal Winfried noch schicken, dass er es dann noch irgendwo in sein Forum reinstellt. Aber es gibt also Umrechnungsverfahren, wo ich das machen kann. Ich würde jetzt noch mal eine Frage rauspicken, denn so mit Blick auf die Zeit, sind ja alle immer so, ne? Wir haben keine Zeit, oder wie ist das? Hier haben wir noch Zeit für eine spannende Frage. Und zwar hast du ja schon beantwortet, ob das Konzept, was du vorgestellt hast, ja bereits im Unternehmen umgesetzt wird. Und jetzt kommt hier noch die Frage rein. Vielleicht kannst du noch mal was sagen, was denn der ganz konkrete Vorteil jetzt, wirklich dieses Konzept dann im Unternehmen auch einzusetzen? Also der ganz konkrete Vorteil ist wirklich, da wo die Musik spielt, ein Unternehmen muss Wertschöpfung betreiben. Ein Unternehmen lebt davon, dass es Geld macht, dass es Gewinn macht. Es ist monetäres Thema. Also Beispiel jetzt wirklich, bei einer Firma, wo wir es gerade dabei sind, das Ganze durchzudiskutieren. Da wollte man auf sehr viele Bauteile die Forderung nach 1 ppm bringen, obwohl das Produkt robust konstruiert war, obwohl das Produkt oder die Gefährdung eigentlich nur in extremst geringen Situationen auftreten konnte. Und damit wäre natürlich auch diese ganzen Prüfstrategien, die ganzen Kosten bei Lieferanten, die dann vielleicht eine Produkthaftpflichtversicherung abschließen müssen oder spezielle Prüftechnik anschaffen, wäre dann exorbitant nach oben gegangen. Also es sind definitiv Kostenersparnisse, die wir haben. Und was so mein Punkt ist, ich habe immer so das Gefühl, die Entwicklung schreibt mal ganz gern einfach mal schnell so ein CC-Merkmal drauf. Weil sie vielleicht nicht die Zeit hatte oder wie auch immer, das mal sauber durchzudenken oder weil man eben diese wilden Kausalketten gemacht hat, wenn genau das und das und das passiert, dann wird es ganz furchtbar. Vielleicht an der Stelle noch mal eine Bitte an die Regie. Wir hatten ja eben die Frage über das Tool.
welche Konsequenzen haben denn diese falschen Zehner? Ich glaube, dass wenn wir die Antworten sehen können, was da jetzt von den Teilnehmern reinkam, vielleicht ist das möglich, dass wir hier die Wortwolke nochmal sehen. Das war die Frage. Ah ja. Ja, Verschwendung ist es auch sicherlich, ja. Ja. Der Staatsanwalt gefällt mir, ja. Ja, aber auch dafür, also ich bin ja viel mit einer Produkthaftungsanwältin unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich da kurz eine kleine Werbung machen darf oder vielleicht kann man das auch mal auf deinem Forum bringen. Du darfst die Dame nennen. Ich darf die Dame nennen, das ist die Frau Schaum. Und mit der zusammen mache ich eben hier vom Institut aus ein Seminar Produkthaftung und Qualitätsmanagement. Also sie steht immer als Produkthaftungsanwältin da und sagt, ich will das und das oder ich brauche das und das, um vor Gericht mein Plädoyer zu bringen. Und ich sage dann eben, und was macht der Qualitäter? Was der Dame immer sehr wichtig ist, sie sagt, wenn ich vor einem Staatsanwalt stehe, dann muss ich ihm eine plausible Kette bringen, warum wir so gearbeitet haben, warum wir der Meinung waren, dass wir damit unsere Sorgfaltspflicht erfüllen. Und sie sagt, wenn du halt vor dem Staatsanwalt stehst und sagst, wir haben gedacht, das müsste schon funktionieren, sieht das Ganze halt anders aus, als wenn sie ein klares Modell haben, wo sie sagen, und genau nach dem arbeite ich logisch. Klingt auch für mich total logisch und ist vielleicht auch eine gute Empfehlung. Und am besten, so der Tipp, glaube ich, für alle, einfach die Bekanntschaft des Staatsanwalts nicht machen. Einfach genau. Das ist die einfachste Lösung, oder? Ja, einfache Lösung. Also Sascha, auch von mir nochmal herzlichen Dank für deinen klasse Vortrag. Es ist immer wieder inspirierend. Ich erlebe dich jetzt auch schon über eine lange, lange Zeit. Insofern auch schön, Winfried, du findest ja immer echt klasse Programm auch hier im DC-Talk. Ich hoffe, Ihnen allen geht es auch so. Das ist einfach ein super spannendes Format am Freitagmittag respektive Nachmittag. Und ja, wir leben ja ohnehin jetzt Winfried, wenn ich mich mal dir zu, in einer sehr spannenden Zeit. Ich meine, die Pandemie, keiner kann es mehr hören, die hat uns ja nun alle sehr lange und sehr stark auch im Griff gehabt. Ich will nicht sagen, das Ende der Pandemie ist absehbar. Ja? Da hänge ich mir jetzt auch nicht aus dem Fenster, nicht, dass mir danach jemand den Staatsanwalt mal vor die Tür schickt, weil ich so eine irreführende Aussage getroffen habe. Aber tja, Notbremsen haben wir erlebt, Notbremsen haben wir erlebt. Wir haben anschwellendes Wirtschaftswachstum, was jetzt irgendwie sichtbar wird. Ich habe gerade noch gelesen, das dritte Quartal wird super, ja, ist die Prognose vom IFH gerade. Aber was bedeutet das für die FMEA? Wie entwickeln wir den FMEA zukünftig, Winfried? Das ist doch mal ein Thema. Ja, ja. Also ihr spürt ja alle, wir machen uns da wahnsinnig Gedanken drüber. Was bedeutet das denn, ohne jetzt auf diesem Schlagwort Pandemie rumzureiten? Darum geht es jetzt gar nicht, sondern was geht denn jetzt in die Zukunft, aufgrund von welchen Ereignissen auch immer? Und das ist natürlich Digitalisierung, das ist ganz klar. Wir haben eine Reichweitenvergrößerung. Es wäre früher die Frage aufgetaucht, im Mai des letzten Jahres, ja Mensch, was kostet das denn, jetzt nach Indien zu fliegen, um eine ganz bestimmte Analyse durchzuführen? Die Frage stand gar nicht im Raum. Es wurde selbstverständlich remote gestartet. Also es heißt, eine wahnsinnige Reichweitenverlängerung ist entstanden, dadurch, dass wir eben viel digitaler arbeiten. Das Reisen wird es noch geben, gar keine Frage, auch Geschäftsreisen ganz bestimmt, aber es wird deutlich weniger. Wir kriegen ein neues Medium und das war ja in der Vergangenheit immer so, dass ein neues Medium die alten Medien ja nicht überflüssig gemacht hat. Wir hören auch noch Radio manchmal heute oder lesen Zeitungen, nicht? Kann ja mal passieren, aber es sind neue Dinge hinzugekommen. Und genau das passiert jetzt auch mit unserer Art zu arbeiten. Und als wir vor einem Jahr so ein Forum digital machten, da waren viele Techniken noch nicht erprobt. Wir waren dann froh, als das nun funktionierte. Heute ist das Teams-Meeting oder FMEA remote zu moderieren einfach Standard. Da wird gar nicht mehr nachgefragt. Das ist Stand der Dinge geworden. Also das ist ein Aspekt, dass sich unsere Arbeit verändert. Das andere ist eben so ein Format, wie wir es gerade entwickeln, wie DC Talk und andere. Das ist ja nur eine ganz kleine Ecke. Ich denke über Verlage nach. Was passiert mit Fachverlagen? Was passiert mit Fachzeitungen?
Wie sieht die nächste Control aus? Wird sie diese Größe haben oder wird es eine andere Control werden? Was passiert mit den Budgets der Unternehmen, die einmal im Jahr den großen Messebesuch hatten? Also es sind ganz viele Dinge, die uns umtreiben. Und wir sind ja mitten in dieser Veränderung drin. Und das ist wirklich spannend. Und Sascha, ich glaube, wir hatten ja dazu auch schon ein kleines Vorgespräch. Du hast ja auch sehr spezielle Erfahrungen gemacht. Was das konkret bedeutet. Ich glaube, das Stichwort Knicke ist da, glaube ich, sogar gefallen. Ja, das ist ein, also erstmal, also ich finde es, ich habe an Lebensqualität gewonnen mit den Remote-FMRs, weil mir ging es genauso wie dir. Ich war 3, 4, 5 Tage die Woche unterwegs, habe meine Familie eigentlich nur am Wochenende gesehen, war eigentlich da ziemlich geschafft von der Woche im Allgemeinen. Jetzt kannst du abends für die Familie kochen, was ich sehr liebe. Meine Familie natürlich auch, weil ich koche anscheinend ganz gut. Oder du kannst einen Oldtimer rausholen. Oder wenn mal eine Zeit ein bisschen Ruhe ist, dann setzt du dich auf den Balkon, trinkst einen Espresso in der Sonne. Also ich habe Lebensqualität gewonnen. Aber die Lebensqualität wird natürlich zunichte gemacht. FMEA-Knicke. Also es gibt so ein paar Punkte, wo ich sagen muss, die sind für mich ein Muss, wenn ich Remote-FMEAs mache. Also fängt an mit einem Headset. Also es ist furchtbar, wenn 5 Leute auf Corona-Abstand im Besprechungsraum beim Kunden sitzen, da verstehst du gar nichts mehr. Oder mit dieser Spinne halt, nicht so? Genau, mit dieser Spinne ist kaum verständlich. Oder wenn dann die Leute am Laptop noch nebenher tippen, dann hört man das wieder durch. Also für mich ist wichtig, jeder hat ein Headset und jeder ist auch in einem eigenen Raum idealerweise. Wird nicht immer gehen, aber das wäre für mich zumindest ein Punkt. Dann ist etwas, was ich immer sehr gern den Firmen vorschlage, ist, lass uns 2 Webmeetings aufmachen. Also bei WebEx geht das überhaupt ganz problemlos. Ein Webmeeting oder ein WebEx aufmachen, da drin wird dann die CAD-Zeichnung gezeigt und im anderen mache ich die FMEA. Und dann sollten die Leute natürlich auch die entsprechende Ausstattung haben, dass sie 2 Bildschirme haben, wo man auf dem einen das CAD anschauen kann, auf dem anderen die FMEA. Und dann geht es extrem gut. Ich bin der Meinung, um das Bullshit-Bingo zu bemühen, es ist effizienter und effektiver als die Vorortsitzungen. Mhm. Und manchmal kann man noch ein bisschen so auch mit Zeitzonen spielen. Ich habe einen Kunden, der sitzt in der Gegend von Moskau, einen, der sitzt in der Nähe von London. Früher hätte ich da 3 Tage dafür gebraucht. Jetzt kann man das an einem Tag unterkriegen. Also ich finde, das ist sehr angenehm. Wir haben es vorher noch gesprochen gehabt. Ich hatte vor kurzem sogar auch mal abends um 9 hat mich ein Kunde angerufen. Oh Gott, ich habe morgen Audit, Herr Schloske. Können wir dann noch schnell die Maßnahmen noch nachtragen? Und dann machst du halt abends um 9 noch schnell was, wo du sonst eigentlich erst in 2 Wochen einen Termin gefunden hättest. Ja. Ich glaube, wir hatten früher auch immer so den Aspekt, jetzt reißen wir an und dann muss es ein ganzer Tag sein oder 2 oder 3. Da spricht auch vieles dafür. Es gibt aber ein Aber. Und man kann natürlich viele Dinge auch mal besser in einer 3-Stunden-Session unterbringen und sich dann morgen nochmal treffen. Also auch hier gibt es durchaus positive. Genau, und dann ist nämlich ein Punkt, also was mir so Erfahrung jetzt gewesen ist in den Projekten, da wo ich das Team schon aus früheren Zeiten kannte, wo man abends auch mal in den Biergarten noch gegangen ist gemeinsam, da läuft es extrem gut. Ist es aber ein komplett neues Team, ist ein bisschen Anlaufschwierigkeit. Also da bin ich noch ein bisschen so am Rumrätseln, ob man am Anfang vielleicht so eine kleine Forschungsrunde macht, wo jeder so seine Hobbys mal kurz erzählt, um ein bisschen warm zu werden miteinander, was einfach im persönlichen Meeting in der Kaffeepause läuft. Da denke ich, müsste man vielleicht noch ein paar Formate finden, um sich da ein bisschen besser kennenzulernen. Genau. Auch den Mut mal zu haben, die Kamera kurz einzuschalten in der Vorstellungsrunde. Wir machen das auch im Rahmen von Seminaren und Workshops. Da gibt es ja so Mischformen, Gruppenarbeit, wo man sich zu dritt, zu viert eben zurückzieht für eine Viertelstunde und dann seinen Bildschirm teilt und die Arbeitsergebnisse vorstellt. Es gibt bestimmte Fragestellungen, da ist es effizienter, als gerade im Software-Training, als direkt zusammenzusitzen, weil ich mich natürlich ganz schnell auf die Bildschirme schalten kann. Also auch da hat sich viel getan und wir werden immer zügelloser letztendlich unsere Kunden zu sagen, klar, machen wir das, wir machen 4 parallele Meetings, machen Gruppenarbeit, gehen zurück,
stellen das vor. Es entwickelt sich da gerade so eine Selbstverständlichkeit zu sagen, klar geht das. Vor einem Jahr haben wir auch gedacht, naja, geht das technisch und wollen wir das und was passiert denn da? Aber das scheint jetzt immer selbstverständlicher zu werden. Ja, das ist, was denkst du über Messe nach? Was passiert mit Control und ähnlichen Dingen? Ah, ich glaube, Messen wird es weiterhin geben. Also da ist, glaube ich, schon das mit den Leuten Kontakt aufnehmen. Mhm. Und da möchte man auch mal wirklich sowas in Anfassen sehen können. Also man wird einige Sachen sicherlich über Videos machen können, aber ich glaube, Messen wird es trotzdem weiterhin noch geben. Ja, bestimmt. Und ich hoffe zumindest, dass die Oldtimer-Messe hier in Stuttgart im Juli stattfindet. Es gibt ja so ein paar Sachthemen, da willst du wirklich das haptische Erlebnis. Dafür bietet sich ja was die Frage von selbst. Genau. Ja. Es scheint eher eine Kombination zu sein. Genau. Aber ich glaube, so bei Seminaren kann ich mir vorstellen, dass wir, und da bist du eigentlich mit deinem Seminar jetzt hier genau am Puls der Zeit, dass es eher kurze, zielgerichtete, fokussierte Seminare geben, Webinare geben wird, so mit 1-2 Stunden. Ja, und ich glaube, wir haben jetzt genau 2 Stunden, dann halte ich die Klappe. Ja. Nee, ganz genau, das glauben wir auch. Wir wissen, dass wir das noch lernen müssen, dass wir das alles noch selbstverständlicher machen müssen. Ne? Das hat halt auch eine Lernphase. Aber genau das ist auch mein Empfinden. Es gibt kleine Einheiten, passgenau, zielgenau, und in der Richtung entwickeln wir auch das Verfahren. Ich glaube, Geschäftsmodelle ändern sich da durchaus noch ein bisschen. Das ist was ganz Spannendes, gerade für Ingenieure, die ja erstmal an der technischen Lösung arbeiten. Aber wir müssen das Ganze immer auch als Geschäftsmodell begreifen. Wir wollen beispielsweise die Technologie, die hier gerade entwickelt wird, das Zusammenschalten von Streaming, von Abstimmungstools und vielen anderen Dingen eben auch am Markt anbieten. Und da ist eben nicht nur dieses DC-Talk-Format von Interesse. Es gibt ja digital, was weiß ich, von der Bischofsrede bis zur, was weiß ich, digitalen Hochzeit, keine Ahnung. Das DC-Talk ist für uns eben ein Format. Aber da passiert ja ganz, auch Autos werden offensichtlich auch digital neu vorgestellt. Und zwar jetzt nicht nur auf der OEM-Seite, klar, da sehen wir das ja, sondern auch Autohäuser und vieles mehr. Also das ist wirklich eine spannende Zeit. Gregor, ich weiß nicht, wie siehst du das aus deiner Sicht? Du bist ja unser Vertreter auch in Indien. Wie ist da deine Wahrnehmung, gerade in der Interaktion jetzt mit anderen Standorten auf einem anderen Kontinent? Also ich kann dir nur gerade sagen, zu dem Thema geht es hier ziemlich ab nochmal über das Tool. Kommen unglaublich viele Themen rein, ja, zu diesem ganzen Themenbereich, was kann man in Präsenz besser machen, was in Remote. Und jetzt haben wir natürlich, also eine Anmerkung ist hier, ist natürlich stark die Sicht, IT-affiner Schreibtischtäter. Aber klar, wenn du in den Werken bist, tust du dich natürlich schon ein bisschen schwerer. So selbstkritisch gucken wir drei uns, glaube ich, auch hier in die Augen. Und eine ganz wichtige Anmerkung ist natürlich hier FMEA-Forum, Grünkohl mit Spitz. Ja, das kannst du natürlich das, ja. Das einfach nur schwer abnehmen. Das geht nicht digital. Solange wir keinen Grünkohl per E-Mail verschicken können. Ja, ich meine, beim Forum Risikomanagement Medizinprodukte haben wir es ja so gemacht, dass wir tatsächlich Pakete mit Nürnberger Bratwurst und schon Glühwein verschickt haben. Also ein bisschen kann man es natürlich adaptieren, aber das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, ist auch gar keine Frage. Und wir saßen dann wirklich zusammen und haben den Glühwein gemeinsam getrunken. Aber ganz klar, da hätten wir gerne persönlich zusammengesessen. Und genauso werden wir das auch tun auf dem FMEA-Forum beispielsweise. Aber also ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder im Rampendal sind. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Und auf die Indien-Frage noch zu antworten. Wir haben ja mit Indien auch vorher schon relativ viele Projekte gemacht. Da war natürlich aufgrund der Entfernung immer schon auch die Frage, was geht denn vielleicht remote? Und ich meine, Winfried, hast du ja auch schon Remote-Sessions gemacht. Das ist sicherlich auch ein Gewöhnungseffekt. Also wie üblich war es in der jeweiligen Unternehmenskultur oder ganz klar auch für das konkrete Team, wirklich mit diesem Tool dann remote zu arbeiten. Ja, wir haben einige Flüge hierüber gemacht und das auch vor Ort gemacht, haben auch gemerkt, Sascha, du hast ja eben als einen Aspekt auch drin, wenn du ein Team schon kennst, wenn die Leute dich kennen, ist die Interaktion immer leichter. Und das ist etwas, was wir natürlich in diesen Remote-Sessions sehr, sehr stark immer einbauen. Erstmal wirklich so eine Runde Warm-up, kennenlernen, dass jeder mal auch ein bisschen auf die Bühne in Anführungsstrichen dann kommt, dass du sichtbar wirst.
Denn letztlich geht es ja auch um den menschlichen Umgang miteinander, den wir dann pflegen. Und dafür kannst du natürlich wunderbare Übungen dann auch mit einbauen. Und eine lustige Sache, da bin ich wieder bei unserem nordamerikanischen Mandanten, den wir da gerade betreuen, im Global FMR Rollout. Wir haben ja festgestellt, es war eine Gruppe von, was waren es, 23 Leuten, glaube ich, die drin waren. Und Winfried, ich weiß nicht, ob du auch so den Eindruck hattest, wir haben ja gar nicht so gesprochen, weil es noch so aktuell gerade ist. Da waren mit Sicherheit 50%, die kannten sich aber untereinander auch noch nicht. Das kam aus unterschiedlichen Werken weltweit, die kannten sich auch noch nicht. Also das war gut, tatsächlich auch für den Kunden an für sich, da diesen, ja, wir lernen uns mal alle kennen im weltweiten Umgang. Es gilt beispielsweise etwas, was auch in der realen Welt gilt. Es ist unheimlich wichtig, dass jeder zu Beginn schon mal was gesagt hat und wenn er sich nur kurz vorgestellt hat. Und diese Regeln, die gelten dann in so einer Situation umso strenger. Zu sagen, ich muss eine Situation schaffen, dass jeder schon mal einen Ton gesagt hat, sich vorgestellt hat, eine Erwartungshaltung und vieles mehr. Also wenn man die nicht einhält und redet jetzt in so ein schwarzes Loch und sieht die Reaktion nicht, es fehlt ja auch einiges, die Körpersprache, die da zurückkommt. Also wir brauchen da Alternativen für. Jetzt habe ich zum Beispiel eine Situation, ich sehe zumindest uns jetzt hier als Sprechende. Und das ist eine völlig andere Situation, weil ich eure Körpersprache auch sehe, als die Situation, ich stehe hier ganz allein und gucke nur in den Monitor rein. Wir haben hier noch eine Frage auch gerade reinbekommen. Die passt so halb rein. Aber ich gebe sie mal einfach jetzt rein. Wird eigentlich FMR auch in der Pharmabranche genutzt, ist so eine Frage? Ja. Also kurze Antwort, ja. Also wir sind seit 2000 bei einem großen Pharmaunternehmen unterwegs und das ist, glaube ich, eines unserer größten Projekte, was wir haben und machen dort auch FMR im Bereich Pharma, natürlich auch im Bereich Medizintechnik, dann wenn es irgendwelche Geräte noch mit den pharmazeutischen Produkten verbunden sind. Aber ja, und es geht. Und die sind auch sehr glücklich mit der Vorgehensweise. Ja, ich kann das nur bestätigen. Die größten Umfänge an Projekten waren in den letzten Monaten in der Tat der Aufbau von Impfstoffverpackungsanlagen und Produktionseinrichtungen, wo doch mit sehr großem Zeitdruck da was auf die Beine gestellt werden musste. Oder Medizinprodukte natürlich, klar. Nee, das von den Branchen her ist das schon sehr umfassend. Es bleibt spannend und ich denke, wir haben jetzt in dem Gespräch so ein bisschen was anreißen können, was uns da umtreibt, was uns wirklich persönlich betrifft. Die Qualität von FMEA, auch die Qualität von Angeboten, wenn man einen Workshop macht, die wird nicht zwangsläufig schlechter. Es gibt Regeln, die wir verstehen müssen, die wir entwickeln müssen, die wir einhalten müssen. Gar keine Frage, weil wir ja auch was verlieren, beispielsweise eben dieses in die Augen gucken, das ist das Körpersprachliche teilweise zumindest. Aber wir wollen jetzt, Gregor, ich weiß nicht, ob du noch ganz heiße Fragen hast, ich würde sonst zu einem völlig anderen Tagesordnungspunkt kommen, nämlich Netzwerken, denn wir wollen jetzt neue Dimensionen betreten. Eines vorweg noch, es gibt auch die Möglichkeit, Themen für die nächsten DC Talks einzugeben. Da muss es einen Schalter geben, offensichtlich. Also bitte davon regen Gebrauch machen. Man kann das natürlich auch per E-Mail oder uns anrufen. Aber jetzt, wo die Dinge heiß sind, da einfach ein paar Dinge reinschreiben. Ganz, ganz hilfreich für uns. Oder sich auch vielleicht als Referent hier melden mit einem heißen Thema. Also wir wollen ja auch die Plattform für andere bieten. Auch das ist wichtig. Also es gibt einen Schalter, der heißt, ich habe den jetzt nicht hier vor Augen, der heißt letztendlich, oder vielleicht kann die Regie mir den kurz eingeben, sinngemäß Vorschläge für Themen, für DC Talks. Wir haben natürlich Themen, wir haben auch schon Termine festgemacht. Ich gucke jetzt gerade mal auf meinen Zettel. Hier steht sie auch. Wir haben einen Button zur Abgabe von Vorschlägen, so heißt der. Und es gibt natürlich schon zwei weitere Termine. Das ist der 10. September, der 8. Oktober und der 19. November. Ich denke, das ist auch gleich nochmal zu sehen. 10. September, der nächste Talk, 8.10. und 19. November. Das ist ja um 13 Uhr, richtig? Ja, jeweils 13 Uhr. Die Themen stehen da, glaube ich, zumindest für die erste Veranstaltung schon mehr oder weniger fix. Auf der anderen Seite sind wir
flexibel und wenn da ein tolles Thema dazwischen kommt, werden wir irgendwie eine Lösung finden. Gregor, spricht was von deiner Seite dagegen, dass wir jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt? Wir haben ja eigentlich schon so allen dieses, jetzt mal in die Kennenlernphase rübergehen. Wir haben eben davon gesprochen, dass es gut ist in FMEA-Teams, dass jeder mal sichtbar wird. Die FMEA-Szene hier ist ja relativ eng, so habe ich das auch auf dem FMEA-Forum in Osnabrück immer erlebt. Und jetzt sind wir alle an unterschiedlichen Orten, nicht im Rampental, auch nicht im Osnabrücker Hotel, sondern wir gehen jetzt alle rüber zum Netzwerken. Ja? Das, was wir genau in Osnabrück vor Ort wären, ja auch machen würden. Und wie machen wir das jetzt genau? Ja, ich habe natürlich darüber nachgedacht, wie können wir das denn richtig machen. Wenn wir jetzt in Osnabrück oder in einem Hotel wären, da würde es ja so eine Ausgangstür geben. Die versteht jeder, die kennt jeder, da ist ja auch reingekommen und da geht man raus. Und wo ist man dann? Dann ist man in einem Foyer und guckt mal, wer da so rumsteht. Und meistens trifft man jemanden. Oder man sieht einen Tisch, oh, da würde ich mal gerne dazukommen. Da, an den Tisch gehe ich mal, nicht? So würde das in der realen Welt laufen. Das ist digital abgebildet worden. Und der nächste Tagesordnungspunkt heißt jetzt Netzwerken. Und da gibt es einen Schalter, das ist quasi die Tür. Wenn man da drauf drückt, ist man quasi im Foyer. Ich werde auch gleich erscheinen, aber ich werde wirklich hier zwei Stockwerke wechseln. Also das dauert bei mir 20 Sekunden, bis ich durch diese Tür durchgehe. Falls also die ganz Schnellen, die da drauf drücken, dann noch alleine sind, also da ist dann gleich was sichtbar. Und das ist der nächste Punkt. Wenn ihr raus wollt, müsst ihr alle durchs Foyer, also bitte aufs Netzwerken drücken und sich mal überraschen lassen. Ich hatte gestern Abend noch die Idee, ich behaupte, auf keinen Fall diesen Schalter drücken. Das ist verboten. Das ist ganz gefährlich. Da darf niemand drauf drücken, um sicherzustellen, dass alle durch diese Tür gehen. Also wer jetzt nicht reingehen wollte, der möge jetzt bitte nochmal nachdenken, ob er es nicht doch will, weil es natürlich völlig verboten ist, diesen Schalter zu drücken. Einfach mal drücken und gucken, über wen Sie da stolpern oder sich einen Tisch dazustellen. Nämlich jetzt kommt der Netzwerkteil. Wir haben natürlich jetzt keine Nürnberger Bratwürste verschickt oder Grünkohl oder weiß der Teufel was. Das ist durch dieses Format noch nicht abgedeckt. Aber wir können netzwerken. Ja, dann nochmal herzliches Dankeschön an die ganze Technik im Hintergrund, an Daniela in der Organisation, an Sascha, an dich, Gregor. Und all die vielen Helferlein und Helfer, die großen und kleinen Helfer im Hintergrund. Wir waren mächtig nervös, wir haben ganz viel gearbeitet, um dieses Format anzuschieben. Und ich hoffe, dass wir eine Grundlage geschaffen haben, um daraus was ganz Tragfähiges, etwas Begleitendes zu machen. Und auf der anderen Seite halt für euch alle eine Plattform zu bieten, wo ihr auch aktiv gestalten könnt. Sei es als Sponsoren, als Aussteller, als Zuhörer, als Referenten. Und man kann diese Rollen ja gelegentlich wechseln. Also von meiner Seite nochmal herzliches Dankeschön an alle, auch falls ich jetzt jemand vergessen haben sollte. Ja, unsere Sponsoren natürlich, die das Ganze möglich machen. Die stehen nämlich auch für Gespräche bereit, denke ich. Ob man schon Videos anschauen kann, weiß ich nicht. Die Technik, da ist heute Nacht noch dran gearbeitet worden. Ob man schon Downloads machen kann oder mit einem Schalterdruck in 1:1 Gespräch gehen kann, einfach mal erproben. Ich glaube, wenn das schon da ist, müsste das beim Verlag, ich glaube, da sind viele Dinge noch fertig geworden, aber einfach mal die Sponsoren aufsuchen, kurz Hallo sagen oder gucken, was es da so zu holen gibt. Ja, nochmal herzliches Dankeschön. Macht's gut, schönes Wochenende. Geht bitte durchs Netzwerken aus dem Hotel raus und guckt mal, wer euch noch über die Füße fällt. Ade, macht's gut.